Willkommen zur Fraktionssitzung am 27.10. Bad Gateway. Da ist es wieder. Oh, da ist es wieder. So, willkommen zur Fraktionssitzung am 27.10.2015. Wir haben heute jede Menge Text, wie ihr im Pad sehen könnt. Es gibt da so ein paar Änderungsanträge zu Beschlussvorlagen, die wir von letzter Woche hatten. Je schneller wir einsteigen, desto besser. Deswegen Top 1, Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Wir haben zwei Anmeldungen, einmal Personalia von Hartmut bzw. Grumpy für etwa 20 Minuten und einmal ein taktischer Teil von Grumpy für ca. 5 Minuten. Hat jemand noch einen Teil, der in den nicht öffentlichen Bereich muss? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann frage ich, ob jemand gegen diese nicht öffentlichen Teile ist von ca. sagen wir mal einer halben Stunde. Wir kennen uns ja und mehr. Auch nicht. Gut, dann haben wir das so beschlossen. Und der Kreon hat eine Wortmeldung. Ja, wir sind ja noch beim Punkt Tagesordnung. Deshalb die Frage, ob ich sozusagen meine Anträge, die von gestern sind und der Vorstandssitzung waren, gegen die fortentwickelten Anträge, die kürzer sind, aber von der Intention her gleich, ersetzen kann, dann würde ich sozusagen auch die fortentwickelten, übersichtlicheren Anträge, die auch für die Leute geeignet sind, die die sie vielleicht noch nicht gelesen haben und darüber dann abstimmen können, auch austeilen. Herr Grumpy. Wir haben deine verkürzte Version von gestern Nacht, nachdem wir das Pad vorbereitet hatten, bereits unten als Anhang reinkopiert. Wenn es also zu einem Einzelnen deine Änderungsanträge, Rückfragen gibt, steht am Ende des Pads immer unten im Anhang schon die Kurzerläuterung drin. Also das jetzt nochmal separat zuzuordnen, war zeitlich heute Vormittag einfach nicht drin. Vormittag. Alles klar. Alles Weitere sage ich dann dazu beim Tagesordnungspunkt. Vielleicht, oder wenn wir dann den einzelnen Punkt aufrufen als Vorschlag. Wenn wir dann beim Top sind, sage ich dann noch das dazu. Olaf. Entschuldigung erstmal, dass ich damit nicht früher gekommen bin, hätte ich gestern anmelden müssen. Bräuchte noch einen kurzen Tagesordnungspunkt. Es hat letzte Woche ein Obleutegespräch gegeben zu Flüchtlingen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Es geht um die Frage, verkürztes Verfahren oder nicht. Und da würde ich gerne irgendwie die Meinung der Fraktion dann einmal zumindest zu hören und dann auch wissen, wie man sich da jetzt weiter verhält oder wie wir uns da weiter in der Frage verhalten. Grumpy. Ich würde vorschlagen, dass wir das dann als... Olaf, öffentlich oder nicht öffentlich? Was? Nicht das öffentlich oder öffentlich? Olli. Ja. Wenn es aus einer Obleuterunde ist... Es ist jetzt nichts in dem... Also es ist eigentlich nichts Geheimes in dem... Also es ist nichts Vertrauliches gesagt worden. Ich werde auch nichts jetzt sagen, also was irgendwie, wo ich glaube, dass da irgendwas mit vertraulich ist. Klar, war ein Obleutegespräch. Aber es ist eigentlich, ja, es ist zum einen unter Umständen eine taktische Frage. Ich finde es allerdings an der Stelle nicht so kritisch. Von daher, ich glaube nicht, dass es in den nicht öffentlichen Teilen muss. Okay. Wenn wir merken, dass wir bei der Diskussion, können wir ja immer noch sagen, okay, schieben wir in den nicht öffentlichen. Okay, Grumpy sagt, er nimmt es mit auf in Top 7 Sonstiges. Hat sonst noch jemand was zur Tagesordnung? Falls wir nicht mehr dazu kommen, nur als Zuruf, werden wir das heute Mittag in unserer Besprechung, also Olaf und ich letzten Endes alleine entscheiden, weil eine Entscheidung ansteht. Nur, dass die Fraktion Bescheid weiß. Grumpy. Ich habe das Gefühl, dieses Thema könnte heute im Rahmen der Sitzung der parlamentarischen Geschäftsführer aufploppen. Habe ich gerade so... Merke ich. Wäre schön, wenn ich dann vorab schnell die Info haben könnte, denn ansonsten stehe ich etwas nackig da. Dankeschön. Gut, dann scrolle ich jetzt hier wieder hoch und frage nochmal, hat sonst noch jemand was für die Tagesordnung? Noch ein Zuruf vielleicht? Nein, das ist nicht der Fall. Dann fangen wir an bei Top 2, Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Klassischerweise fängt ja die Pressestelle an. Jens. Jawohl.
Ganz kurz, Rückblick, wir hatten natürlich letzte Woche die Helferkonferenz, auch hier nochmal ganz, wirklich nur ganz kurzes Resümee, super Feedback. Es lief auch soweit alles gut, wir hatten eine tolle Beteiligung. Ich bin super happy, dass wir so schnell jetzt auch wirklich einen Antrag haben, den wir ins Plenum mit einbringen. Vielen Dank, dass das geklappt hat. Und ein zweiter Termin ist in Mache, weil der gefordert wurde. Das sind so die ganz kurzen Ergebnisse. Wir hatten gestern eine Feedbackrunde in der Referentenrunde, das haben wir aufgenommen. Es wurde auch durchaus viel Kritik an den teilnehmenden MDL geäußert und ich wünsche mir und hoffe mir, dass diese Kritik auch bei den MDL ankommt. Ja, ansonsten diese Woche haben wir... Bitte? Ja, das ist jetzt, glaube ich, nicht in ein... Ich wollte das nur ansprechen, das ist jetzt hier nicht der Rahmen, um jetzt eine Feedbackrunde... Aber kann ich denn eine finden, ich hoffe, dass das über Grumpy läuft, der wollte nämlich für euch den Proxy spielen. Ich wollte das hier nur nochmal öffentlich sagen, damit das nicht unter den Tisch fällt, weil das durchaus angebracht ist. Wir haben diese Woche eine gemischt gefüllte Ausschusswoche. Ich habe keine in irgendeiner Art und Weise PR-technische Anforderung von euch bisher bekommen, welche Themen wir verfolgen sollen. Es gibt durchaus ein paar interessante Themen wie Innenausschuss, Schule mit unserem Antrag Datenschutzkultur, da hatte ich euch auch angesprochen. Unser Gesetzentwurf Kiebitz, ich weiß nicht, ob da irgendwas kommt. Auch hier nochmal die Aufforderung, bitte, wenn da irgendwas in der Pipeline ist, kommt am besten einen Tag vorher auf mich zu, dass wir gemeinsam da entsprechend was auf die Beine stellen können. Ja, ansonsten, klar, hatten wir das Thema Austritt von Daniel Schwert, das war aber relativ geräuschlos und haben wir, glaube ich, hier, was die Fraktionen von der Kommunikation angeht, ganz gut gedeichselt bekommen. Ja, dann steht auch für uns die Vorbereitung des Plenums auf der Tagesordnung, je nachdem, was da heute mit den Anträgen rauskommt. Und noch eine ganz kleine Sache, da hatte Ingo schon euch darauf angesprochen, wir haben immer noch diese Umfrage vom Deutschlandradio laufen zum Thema Fußball. Wir haben so circa ein Drittel von den MDL bisher Rückläufe, kommt einfach irgendwann bei mir in der Pressestelle vorbei, das ist ein Zeitaufwand von einer Minute und füllt diesen Fragebogen aus. Ich komme auch nochmal auf euch gesondert zu, aber ich sage es hier einfach nochmal, wenn ihr im zweiten OG seid, auf unserer Etage, guckt einfach mal rein. Das wäre super. Dankeschön. Dann jetzt der Part von Hartmut. Ich habe gestern ein Gespräch mit dem Geschäftsführer der PICO, Hans-Jörg Gebel, geführt. Im Prinzip geht es darum, kann man Projekte gemeinsamer Art identifizieren, die sowohl für die Landtagsfraktion als auch für die PICO von Interesse sind und kann man die dann auch realisieren? Das ist der Hintergrund, da führen wir das Gespräch jetzt weiter. Dann gibt es noch ein paar weitere kleine Informationen, eine aus der Buchhaltung, was den Austritt eines Fraktionsmitgliedes betrifft, nur informationshalber. Das bedeutet für 2015 einen Rückgang der Zuschüsse um 6.000 Euro. Und wenn wir unterstellen, dass die gleiche Zuschussstruktur im nächsten Jahr greift, dann wären das im nächsten Jahr rund 32.000 Euro. Das nur informationshalber. Dann hatten wir gestern ein Gespräch mit dem Betriebsrat. Und wir werden davon ausgehen müssen, dass der Betriebsrat keine Wochenendarbeiten mehr genehmigt. Jedenfalls konkret ist ein Antrag für das KVT-Treffen am 7.11. abgelehnt worden. Ich gehe davon. Der Betriebsrat hat auch deutlich gemacht, dass es ein bisschen was mit der Betriebsvereinbarung zu tun hat. Davon werden wir ausgehen müssen. Des Weiteren gestern hat der Betriebsrat deutlich gemacht, es wird wegen der Einsichtnahme in die Gehaltslisten bezogen auf den Teil der Organisationseinheit, den die Abgeordneten darstellen, wird es neben dem, das Auftaktschreiben liegt vor von der Rechtsanwältin, es wird zu einem Verfahren kommen, wenn dies nicht bedient wird. In diesem Zusammenhang will ich nur sagen, rechtliche Beratung muss dann natürlich jeder organisieren, der Abgeordneter ist. Sollte es in diesem Zusammenhang eine Rechnung geben an die Fraktion, weil es ist davon auszugehen, dass wir gesamtschuldnerisch haften,
dann würden wir verpflichtet sein, diese Rechnung natürlich, wenn wir sie bezahlen, an die Abgeordneten, auf die Abgeordneten umzulegen. Darauf wollte ich nur der guten Ordnung halber hinweisen. Der Dietmar. Danke, Hartmut, für diese Information. Ich hatte mich ja dazu schon auf einer Mailingliste geäußert. Ich bitte darum, entsprechend zu verfahren. Ganz einfach, dann unter, sei es drum, egal wer da mitmacht oder nicht mitmacht, also bezüglich meines Teils, sicherlich unter Abzug meines Teils dann. Der Punkt ist, Schreiben, und abgesehen davon, das Schreiben hätte ich dann auch gerne mal gesehen. Achso, das Schreiben ist, ich dachte, wir haben die Information unmittelbar an die Abgeordneten, die es betrifft, rausgegeben. Das ist von Gerhard rausgegangen. Der nächste Punkt ist, wir als Fraktion haben ja die Einsichtnahme gewährt. Das heißt, wir haben damit nichts mehr zu tun. Wir bestehen ja aus insgesamt 18 oder 16, 17 und wir sind sozusagen der ergänzte Teil. Also wir, die Fraktion an sich, ist davon nicht mehr betroffen, sondern sozusagen nur noch die einzelnen Organisationseinheiten. Das ist jetzt eine Information, die wird aber auch noch an die, die es betrifft, schriftlich von Gerhard heute noch rausgehen. Ja. Okay, das, jetzt gucke ich gerade noch, das war's, ja. Das war's. So, das war die kurze Pause, damit der Timer auf unseren Bildschirm eingeblendet wird. Jetzt gucke ich mal rum. Haben wir weitere Wortmeldungen oder Hartmut, hast du noch? Der Daniel hat eine Frage. Ich würde gerne auf eine Aussage im Nebensatz, Hartmut, gerade eingehen. Du hattest von der Wochenendarbeit oder von der abgelehnten Wochenendarbeit gesprochen. Ist in dem Kontext tatsächlich vom Betriebsrat gesagt worden, dass die Wochenendarbeit wegen der noch nicht zustande gekommenen oder nicht zustande gekommenen Betriebsvereinbarungen abgelehnt wird? Also ist es tatsächlich so gesagt worden oder nur eine Vermutung? Nein, das ist, wir haben das hinterfragt. Also es ist der Hinweis gewesen und wie gesagt, ich habe einen konkreten Antrag gestellt und der ist jetzt abgelehnt worden und nach den Hinweisen des Betriebsrates müssen wir davon ausgehen, dass es zu weiteren Ablehnungen kommt. Nicht. Thema. Wie wird mit dieser Ablehnung beziehungsweise dann mit einer Anforderung an Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter bezüglich der Wochenendarbeit umgegangen? Dazu müssen wir uns Gedanken machen und da sind wir bei. Mehr kann ich da im Augenblick nicht zu sagen. Vielleicht noch eine Ergänzung. Die Veranstaltungen müssen natürlich stattfinden und die werden auch stattfinden und das werden wir auch sicherstellen. Gut, gibt es noch jemanden, der zu dem Thema eine Anmerkung hat oder Hartmut alles gesagt? Gut, dann kommen wir weiter zu Top 3. Da geht es um Ausschussumsetzung. Wir haben durch den Weggang von Daniel Schwert das Problem, dass wir diese Woche im Wirtschafts- und Energieausschuss, Wirtschaft, Mittelstand, Handwerk und so weiter, ihr wisst schon, einen Vertreter brauchen, der den Daniel da quasi dann vertritt. Und die endgültige Ausschussumbesetzung soll am 9.10.11. in der Klausurtagung festgelegt werden, beziehungsweise da ist ein Slot für vorgesehen, dass wir darüber reden, nicht festgelegt, aber ihr wisst, was ich meine. Von daher die Bitte, dass wer auch immer das kann, also da in diesem... Okay, dann Grumpy, Entschuldigung. Ja, genau. Ja, klicken, melden. Ich habe nur zwei Hände leider. Ich brauche so irgendwas am Hut oder so. Wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, deswegen nochmal die Rückfrage. Für den Bereich Energie hat sich der Danebrot bereit erklärt, in den Ausschuss morgen zu gehen, damit das entsprechend angemeldet werden kann. Und jetzt war ich mir aber nicht sicher für den Bereich Wirtschaft, ob jetzt eventuell Creon oder Lukas könnten. Es ist jetzt nur die Frage.
von zusätzlich, um da Danebot zu entlasten. Olli! Ja. Also diese Woche, wenn es nur um die Vertretung geht, das kann ich machen, passt thematisch, es sind eh viele thematische Dinge für mich drauf. Ich habe zwar eben noch mal erfahren, dass draußen um 12 Uhr morgen Leute stehen, denen ich auch mal Hallo sagen sollte, aber davon abgesehen funktioniert das sehr gut. Dietmar. Ja, danke. Du sagtest vorhin, wir brauchen einen Vertreter, weil wir ein Fraktionsmitglied abgängig ist sozusagen. Wir haben aber auch noch einen Sprecher des Wirtschaftsausschusses. Wir brauchen einen Vertreter für diese Woche und die weitere Besetzung dieses Ausschusses ist dann Thema in der Klausurtagung. Und für die Zeit danach. Ja, so dass wir also zwei brauchen, ne? Normalerweise. Ja. Olli. Kurz dazu, wir haben ja zwei Vertreter, die dann morgen eigentlich einspringen könnten, nämlich Danebot und Joachim. Joachim ist aber ja diese Woche nicht da, insofern greift momentan nur die Vertreterregelung und alles andere müssen wir dann noch klären. Und wir erwarten jetzt bestimmt morgen nicht, dass einer als Sprecher auftritt. Und sollte es spontane Obleuterunden geben, dann macht Danebot das von mir aus gerne, weil nämlich er ja der offizielle Vertreter ist. Nachfrage, Dietmar? Gut, wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, dann kämen wir jetzt zu Top 4, die Anträge fürs nächste Plenum. Sehr gut. Okay, erster Antrag, Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen. Simone aus Schuss. Möchtest du dazu was sagen? Dann los. Genau, ihr hättet ja ins Mommel kommen können. Ich frage einfach, ist in unserem Wahlprogramm schon seit 2010, es geht darum, Verbraucherschutz in der Landesverfassung zu verankern. Nach vielen Gesprächen mit Gerhard ging es darum, dass die Problematik ist, dass Verbraucherschutzgesetze ja in allermeisten Fällen im Bund beziehungsweise vor allem auf europäischer Ebene gemacht werden. Dementsprechend war dann der Entschluss, Verbraucherschutz als Staatsziel zu implementieren. Und das ist der Antrag. Und ich frage einfach nur, ob es Fragen dazu gibt, weil ich denke, das Ding ist ja eigentlich klar. Der Grumpy meldet sich. Danke. Ich wollte nur sagen, der Antrag ist ja bereits am Freitag im Mumble besprochen worden. Und von daher gab es von meiner Warte aus nur eine Rückfrage, die ich gestern kurz in der Referentenrunde angesprochen hatte, und zwar der Titel Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land NRW, was diesen Antrag angeht. Das ist der Standardtitel, wenn es halt um die Verfassung geht. Das ist so üblich bei all diesen Änderungsanträgen und hat dann also nichts mit den klassischen, inhaltlichen Überschriften sonst zu tun. Also von mir aus ist der so abstimmbar. Und der Nico. Ja, danke, Michel. Ich habe inhaltlich nichts anzumerken. Ich wollte mich nur erkundigen, ob der Antrag auch mit den Mitgliedern der Verfassungskommission abgestimmt ist. Selbstverständlich im Vorfeld. Wir hatten ja auch die Verabredung, erstmal nichts zu machen Richtung Verfassung. Und ich habe dann praktisch auf das Signal gewartet von den beiden, wann wir das stellen. Ist aber im Vorfeld über Monate lange abgesprochen und dann eben mit Gerhard zusammen jetzt in warme Tücher gepackt. Okay, gibt es weitere Fragen dazu? Also die Bedienung auf dem Handy ist... Egal. Gut. Dann frage ich, hat jemand was dagegen, dass wir diesen Antrag stellen in irgendeiner Form? Das ist nicht der Fall. Dann kämen wir zum nächsten Antrag. Das ist Inklusion verantwortungsvoll gestalten und Qualität gewährleisten. Antragsteller Moni und moi. Ich glaube, da möchte die Moni was zu sagen.
Ja, ganz kurz. Also der Antrag fasst im Grunde das zusammen, was ich in den letzten Monaten durch Gespräche mit Verbänden, aber auch durch ganz viele Schulbesuche nochmal zusammengetragen habe. Ganz konkret Punkte, wo es halt bei der Inklusion hapert. Es hat ja im letzten Plenum einen Antrag der FDP dazu gegeben, auch zu diesem Thema, wo es wohl eine Anhörung zu geben wird. Und unser Ansinnen war halt, mit diesem Antrag auch mit in diese Anhörung zu gehen. Deshalb auch bitte umgekehrtes Verfahren, damit wir die Möglichkeit haben, nach der Anhörung tatsächlich dann auch nochmal dazu sprechen zu können. Dann ist jetzt der Grumpy dran. Ich möchte auch hier nur kurz ergänzen, auch dieser Antrag ist bereits am Freitag im Mumble besprochen worden. Und Moni erwähnte auch die Korrektur mit dem umgekehrten Verfahren. Ich habe das hier sicherheitshalber für mich auch für heute Nachmittag schon in Rot auf meinem Zettel markiert und für mich ist der Antrag abstimmbar. Sonst Fragen? Ich sehe keine. Ist jemand dagegen, dass wir diesen Antrag stellen fürs nächste Plenum? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Schluss mit dem Betrug bei Verbrauchs- und Emissionswerten von Kraftfahrzeugen. Potenziale für den Verkehr von morgen mobilisieren. Da gebe ich mal dem Olli das Wort. Wir haben keine Änderungen seit Freitag vorgenommen. Das ist immer noch die gleiche Version. Es gab auch keine weiteren Änderungswünsche im Mumble am Freitag, wo wir den schon besprochen haben. Es geht natürlich um Verbraucherschutz und Transparenz. Es wird überwiesen an A02, also Verkehr, federführend, und außerdem nach Umwelt, Verbraucherschutz und Wirtschaft. Das sind zwei Ausschüsse. Und das sage ich nochmal dazu. Dann ist der Grumpy dran. Ganz kurz möchte ich nur noch sagen, also die eine Änderung, die ich notiert hatte von Freitag, war zusätzlich in den A18 diesen Antrag zu überweisen. Das habe ich auch entsprechend hier schon notiert. Olli, das ist richtig? Ja, also es war ja keine Textänderung, ja, aber genau. Ja, habe ich ja eben gesagt. Ja. Danke. 18 auch. Gut, gibt es Fragen zu diesem Antrag? Das ist nicht der Fall. Dann frage ich, ist jemand dagegen, dass wir diesen Antrag im nächsten Plenum stellen? Auch das ist nicht der Fall. Dann kämen wir jetzt zum nächsten Antrag. Nachhaltiges Online-Archiv Nordrhein-Westfalen. Frank. Ja, danke. Genau, er hat den Finger drauf. Hier gibt es Änderungen seit Freitag, auf die ich minütlich warte. Die sind allerdings, also formal als Blatt, die sind aber eigentlich eher redaktioneller Natur. Und zwar geht es einmal um eine griffigere Überschrift und zum Zweiten geht es um den Beschlusspunkt 2, wo im Moment noch steht, Publikation mit einer eindeutigen Kennzeichnung und einer permanenten URL bereitzustellen. Und das wollen wir ein bisschen konkretisieren, dass nämlich natürlich Publikationen des Landes im Internet gemeint sind. Also das wäre, denke ich mal, redaktionell. In der Sache würde der Antrag nicht geändert und hat halt kommt halt daher, dass die Internetauftritte des Landes eine Katastrophe sind, um es mal so auszudrücken, unserer Auffassung nach. Und nur über Suchmaschinen, eigene Suchmaschinen der jeweiligen Seite überhaupt Inhalte, ganz besonders betrifft das .NRW, Inhalte aufzufinden sind. Und das, denke ich mal, ist unzumutbar in der heutigen Zeit. Wir brauchen Permalinks, wir brauchen die Referenzierbarkeit der Aussagen der Landesregierung, und das ist das Ziel dieses Antrags. Ich sehe gerade, da steht auch noch direkte Abstimmung. Das würde ich auch gerne ändern wollen. Aufgrund Informationsfreiheit, Zuständigkeit würde ich den in den Innenausschuss gerne bringen wollen und da diskutieren, und würde auch, ich habe es bis jetzt nicht geschafft, mit Lukas zu sprechen, ihn in den Ausschuss Kultur und Medien mit übernehmen, und der Lukas hätte auch eine Wortmeldung dazu, und dann würde ich, wenn der Vorsitzende nichts dagegen hat, oder ich gebe das Wort an den Vorsitzenden zurück und vielleicht gibt der Vorsitzende das Wort weiter an den Lukas. Ja, der ist ja auch als Nächster dran. Ja, mach mich mal unten auf die Liste. Komm, soll der Lukas reden. Ja, wir hatten das Thema Archivierung, digitale Archivierung, Digitalisierung des analogen Archivguts und so weiter, hatten wir ja schon relativ häufig auch auf unsere Initiative im
ja, im Ausschuss Kultur und Medien. Und da ist es eigentlich auch auf der politischen Ebene angesiedelt, wenn es halt um die Archive geht, die das dann machen sollen. Jetzt ist aber da der Schwerpunkt tatsächlich eben die Webauftritte. Der Titel mit Online-Archiv suggeriert aber was anderes. Ich wäre ehrlich gesagt ein bisschen froh, wenn das bei dir angesiedelt sein soll im Innenausschuss, dass man auch vielleicht das mit diesem Archiv da rausnimmt. Sehe ich da halt auch eine ganz klare Abgrenzung. Und ich könnte mir auch vorstellen, das würde es auch dem Anliegen oder das würde förderlich für das Anliegen sein, weil dann wüssten eventuell auch die anderen Politiker, wo sie das verorten. Der anderen Fraktion wohlgemerkt. Grumpy. Unabhängig davon, da wir nicht so viel Zeit haben, 10.36 Uhr, möchte ich nur darauf hinweisen, dass wir zwei Möglichkeiten haben. Entweder halt bis, sag ich mal, 11:30 oder so, würde ich fast sagen, liegen die finalen Versionen vor, oder wir ziehen ihn automatisch, möchte ich fast anmerken, mit ins nächste Plenum. Danke. Ja, ich bin dran. Ich habe tatsächlich auch einfach ein Problem damit, dass wir jetzt, also dass ich nicht über einen Antrag abstimmen kann, der nicht vorliegt, wenn es heißt, es kommen jetzt noch Änderungen. Also dann bitte now. Es war genug Zeit. Also schieben nach jetzt hinten in die Tagesordnung oder schieben, was... Ich glaube, was gerade gemeint war, war einfach auf nächstes Plenum schieben. Wenn wir ausreichend Anträge haben, ansonsten, wie gesagt, es handelt sich um Minuten. Ich fände es schön, wenn der vielleicht nach dem nächsten Tagesordnungspunkt geschoben werden könnte. Also von mir aus schieben wir ihn erstmal ans Ende der Sitzung vor Top 7, würde ich sagen. Jetzt hat der Nico wieder den Finger drauf. Okay, gibt es sonst noch Wortmeldungen zu diesem Antrag? Sehe das nicht der Fall, dann schieben wir den jetzt erstmal vor Top 7 und machen weiter mit dem nächsten Antrag, alter Titel, den ich viel geiler finde. Politik schizophren, CDU und SPD bejubeln erst die Aufkündigung von Safe Harbor und führen dann die anlasslose Vorratsdatenspeicherung wieder ein. Neuer Titel. Mehr politische Widersprüchlichkeit, ist das ein geiles Wort. Mehr politische Widersprüchlichkeit. Ich glaube, da fehlt eine Leerzeile. Mehr politische Widersprüchlichkeit geht nicht. CDU und SPD bejubeln erst die Ankündigung von Safe Harbor und führen dann die anlasslose Vorratsdatenspeicherung wieder ein. Nico, Frank, wer möchte? Ja, die zweite Überschrift resultiert aus der internen Kritik von Oliver. Das ist dann sozusagen die Alternative. Mir ist es gleich. Jetzt haben wir den so gestellt, dann stellen wir den auch jetzt so zur Abstimmung. Ja, Hintergrund ist, denke ich mal, klar, ist ein No-Brainer. Sollten wir hier aber im Parlament nochmal unseren Standpunkt anbringen. Wer Fragen hat, möge fragen. Der Grumpy hat sich auf die Liste gesetzt. Vielleicht liegt es auch mit, also ich hatte gestern in der Referentenrunde nebenbei nur kurz erwähnt, dass die Bezugnahme auf nicht, dass dann ein Opferverband oder Betroffenenverband der Schizophrenen sich da diskriminiert führt, aufgrund, dass man da mit CDU und SPD gleichgesetzt oder gleichgestellt wird. Also... Ich habe da, glaube ich, schon kontroversere Begriffe gebraucht. Aber okay, ich will da jetzt nicht weiter drauf rumreiten. Machen wir das so. Kommt ja auf den Inhalt an. Und nur, ich glaube nicht, dass das beleidigend wäre, wenn wir das so benennen würden, weil wir beleidigen da ja, wenn die Politik dieser beiden genannten Parteien, also die dürften sich dann beschweren, aber... Machen wir das jetzt so gut. Also ich möchte mich ganz klar natürlich für den ersten Titel, Moni muss auf die Liste, ich möchte mich ganz klar für den ersten Titel aussprechen. Der Daniel gibt gerade einen wichtigen Hinweis. Der zweite Titel passt nicht mehr in einen Tweet. Der hat mehr als 160 Zeichen und deswegen muss das der erste sein. Moni. Das ist aber nicht unbedingt beispielhaft.
Alternativvorschlag, Politikparadox, was im Grunde Ähnliches oder Gleiches aussagt, kürzer ist und vielleicht etwas griffiger. Dietmar. Da könnte man ja auch noch statt Widersprüchlichkeit machen, mehr Wende als Politik geht nicht. Ich fände gut, wenn die Antragsteller sagen würden, welche Überschrift sie gerne hätten. Gut, gibt es denn Fragen zum Antrag? Ich frage ja nur, gibt es Fragen zum Antragsinhalt? Ich frage mal so. Das sieht aus, als wäre es tatsächlich ein No-Brainer. Dann frage ich, ob jemand dagegen ist, den Titel Mehr politische Widersprüchlichkeit geht nicht zu benutzen. Sehe, das ist nicht der Fall. Dann frage ich, ist jemand dagegen, dass wir diesen Antrag mit dieser Überschrift ins nächste Plenum einbringen? Auch das ist nicht der Fall. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Antrag. NRW braucht ein Flüchtlingsforum. Die Landesregierung muss Helferinnen und Helfer in der Flüchtlingshilfe besser vernetzen und mehr unterstützen. Von der Fraktion Simone Frank, Thorsten Sommer. Wer möchte dazu etwas sagen? Die Fraktion. Simone. Ja, wir wollten ja aus der Helferkonferenz heraus einen Antrag generieren, der dankenswerter von den Referenten in gemeinsamer Arbeit erstellt worden ist. Ich finde ihn so, wie er ist, sehr gut. Wir hatten eine Sache rausgenommen. Da die jetzt aber raus ist, brauchen wir jetzt auch nicht mal groß erläutern. Gibt es ansonsten Fragen zu dem Antrag? Gibt es ansonsten Fragen zu dem Antrag? Der Dietmar und dann Herr Grumpy. Gehe ich recht in der Annahme, dass dieser Antrag bzw. sein wesentlicher Inhalt nicht mit anderen Fraktionen in irgendeiner Form abgestimmt ist? Mit anderen Fraktionen? Anderen Fraktionen, ja. Ist nicht mit anderen Fraktionen abgestimmt worden. Der Grumpy. Ich bin jetzt gerade etwas irritiert wegen der Rückfrage. Nein, dieser Antrag entstand tatsächlich aus der Helferkonferenz heraus. Die war ja am Donnerstag, am Freitag war der Flüchtlingsgipfel. Am Samstag war die Helferkonferenz der SPD, also diese geladene Talkrunde, die da war, mit Shake Hands. Und es geht im Forderungsteil ja vor allen Dingen auch wirklich um die Verbesserung des Hilfs- und Informationsangebotes und der Vernetzungsmöglichkeiten für all die Ehrenamtler hier in Nordrhein-Westfalen. Das hat also nichts mit irgendwelchen anderen Geschichten zu tun, die hier rot-grün. Gibt es weitere Nachfragen zu dem Antrag? Sehe, das ist nicht der Fall. Dann frage ich, ist jemand dagegen, dass wir diesen Antrag ins nächste Plenum einbringen? Auch das ist nicht der Fall. Dann meldet sich der Hilmar. Ja, ich melde mich nur deswegen. Also erstmal danke, dass dieser Antrag eingebracht wird. In erster Linie erstmal danke an die Menschen, die den erarbeitet haben. Ich war nur so ein bisschen koordinierend da tätig. Genau, interessant ist bei diesem Antrag, wie wir damit umgehen. So, und das wollte ich eigentlich nur anmerken, dass wir vielleicht da mal eben kurz drüber reden, ob der jetzt direkt abgestimmt werden soll oder eingebettet in die Ausschüsse und oder. Frage ist, ob das öffentlich geschehen soll, aber ist eigentlich auch Latte. Also mein Vorschlag, um den auch zu konkretisieren, war, das Ding direkt abzustimmen, eingebettet in eine eventuelle noch zu beschließende Taktik für den auf uns zurollenden Haushalt 2016. Punkt. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, weil da sind Dinge in Vorbereitung und das soll so eine Paketlösung vielleicht werden. Vielleicht. Grumpy. Ich ahne was. Das habe ich auch gerade, wo Hilmar das jetzt nochmal erwähnte, angemerkt. Also wäre mal die Frage, ob wir das
Dingen jetzt direkt abstimmen oder entsprechend in die Ausschüsse überweisen. Es gab da intern schon einige Diskussionen. Ich gehe mal davon aus, tatsächlich, dass in ähnlichen Bereichen, unabhängig von unserem Antrag, es aufgrund des Flüchtlingsgipfels vergangener Woche und aufgrund der Helferkonferenz der SPD und aufgrund unserer eigenen Helferkonferenz verschiedene Anträge und auch Anfragen gibt. Es gibt ja zum Beispiel auch schon den Hinweis auf ein mögliches verkürztes Verfahren. Es würde mich nicht wundern, wenn wir heute Nachmittag in der PGF-Runde, dass da der Wunsch aufkommt, bestimmte Anträge gemeinsam zu behandeln. Sollte dies der Fall sein, könnte man auch überlegen, also wenn jetzt zum Beispiel mehr oder weniger fast alles in einer direkten Abstimmung läuft, dass man genau aus dem gleichen Grund hingeht und sagt, dann stellen wir unseren auch zur direkten Abstimmung. Wenn es bei den anderen Geschichten aber mehr oder weniger Ausschussüberschneidungen gibt im Rahmen von Überweisungen und man feststellt, oh, das kommt ja alles ziemlich aufs Gleiche hinaus und Rot-Grün möchte etwas Ähnliches oder CDU, FDP, dass wir uns dann dieser Möglichkeit anschließen. Also ganz ehrlich, ich würde, also wenn ihr mir jetzt sagt, du machst das so, dann nehme ich das mit. Ich will nur sagen, zur Not halte ich mir die Option offen, dies innerhalb der Runde dann kurzerhand schnell umlegen zu können. Dass ich halt einfach dann freier agieren kann. Außer ihr sagt jetzt hier, nee, du machst das so und so. Frank. Jo, danke. Ja, was ich befürworte, habe ich ja geschrieben, aber ich habe jetzt mal eine rein formale Frage. Wenn der Antrag mit einer Beschlussempfehlung direkte Abstimmung ins Plenum reingeht, dann brauchen wir die Zustimmung aller Fraktionen, um ihn in die Ausschüsse zu überweisen. Richtig? Ja. Wenn der Antrag mit Ausschussüberweisung ins Plenum reingeht und wir ihn aber dann als direkt abstimmen wollen, können wir das alleine entscheiden? Weil es war unser Antrag. Wenn wir das alleine beantragen. Die müssten dann zustimmen. Okay. Gut, alles Zustimmung. Okay, ist beantwortet, danke. Ich darf kurz sagen, dass ich schon gerne eine Entscheidung jetzt hätte und nicht irgendwie noch eine, das jetzt auf eine Woche Diskussion und dann ändern wir die Vorgehensweise im Plenum oder so. Das wäre eher irgendwie strange. Also dafür sitzen wir jetzt hier. Simone zuerst. Ich würde dem Grumpy das heute Nachmittag einfach so mitgeben wollen, dass er sich die Option offen hält und guckt, was da an Anträgen kommt und was da passiert und dementsprechend dann reagiert. Also das würde ich ihm einfach mitgeben wollen. Ja, was Simone sagt, ergänzend dazu einfach, wenn es da irgendwie Unsicherheiten gibt, gibt es immer noch die Möglichkeit, bis morgen zum Ältestenrat nochmal mit Simone und Frank Rücksprache zu halten, mit den Fachabgeordneten. Ja. Wessen Handy ist das? Ein Taschi. Lukas. Okay, gibt es weitere Wortmeldungen zu dieser Abstimmungsempfehlung? Das hieße, wir beschließen jetzt nichts und... Okay, das haben wir jetzt gerade schon beschlossen. Jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Das hieße, Frank, Simone, ihr beide klärt das und geht auf Grumpy zu. Auch eine Entscheidung. Gut, ist jemand dagegen, dass wir so vorgehen? Das ist nicht der Fall. Dann, jetzt stelle ich fest, was das Problem ist. Man muss hier immer wechseln. Kommen wir zum nächsten Antrag. NRW braucht eine Grundbildungsoffensive. Breites Bündnis gegen Analphabetismus in Nordrhein-Westfalen Teil 2. Antragsteller SPD, Bündnis 90 Die Grünen. Da möchte die Moni was zu sagen. Ich hatte das meiste ja schon dazu geschrieben. Das heißt, es gibt halt dieses gemeinsame Bündnis in NRW. Ich hatte damals auch die Fraktion gebeten, mich dahin zu entsenden, zu diesem Alpha-Netzwerk. Das habt ihr auch getan. Es hat im Frühjahr ein Gespräch mit den Trägern der Weiterbildung gegeben, die gesagt haben, wir müssen noch mal ein Zeichen aufsetzen und Grundbildung mehr in den Fokus stellen, sowohl bei Kindern, Jugendlichen als auch bei den Erwachsenen. Und dies ist jetzt der zweite Antrag zu diesem Thema. Den ersten haben auch alle Fraktionen gemeinsam gestellt. Ich
Michelle und ich, ich habe da auch ein bisschen Druck gemacht, dass da jetzt endlich was passiert, weil es eigentlich wichtig war, dass der von den regierungstragenden Fraktionen kommt, damit da wirklich was passiert. Denn wenn wir jetzt einen Antrag gestellt hätten, wäre es wieder darauf hinausgelaufen, dass er wahrscheinlich abgelehnt werde. Aber er ist halt mit uns abgestimmt, dieser Antrag. Es gibt noch eine redaktionelle Änderung, die will ich euch nicht vorenthalten. Aus dem Begriff Schulen der zweiten Chance sind Weiterbildungskollegs geworden, weil Schulen der zweiten Chance sich so ein bisschen blöder anhörte. Ansonsten hat der Antrag sich nicht weiter verändert. Ich fände es gut, wenn wir da gemeinsam hier im Landtag dran arbeiten. Die anderen Fraktionen haben auch bereits zugesagt und ich würde mich freuen, wenn wir das mit allen Fraktionen, dieses Thema weiter tragen könnten. Vielleicht noch mal im Hintergrund, wir haben 7,5 Analphabeten in Deutschland und damit, da sind Flüchtlinge und diese Gruppen. Millionen. Ja, wollte ich sagen. Und nur noch mal, um zu zeigen, dass das ein Thema ist, was wenig benannt wird, aber wirklich ein ganz, ganz gravierendes Problem ist. Okay, also, erstmal gibt es Fragen zu dem Antrag. Das ist nicht der Fall. Der Olaf. Was mich interessiert, und das ist wirklich eine Sache, so würde ich jetzt wirklich eine ehrliche Antwort völlig haben wollen, weil das ist für mich jetzt sehr entscheidend, ob ich dafür bin oder dagegen bin, dass wir mit auf den Antrag kommen. Ist immer noch eine andere Sache, ob wir dafür stimmen oder nicht. Inwieweit ist der Antrag ein Kompromiss? Sprich, inwieweit würden wir, wenn wir den ganz alleine stellen würden, da was anderes fordern? Oder würden wir das gar nicht? Dann ist es natürlich genau die Frage. Das ist eben genau für mich die Frage. Also prinzipiell würden wir genau das Gleiche fordern. Vielleicht würden wir es ein wenig schärfer formulieren. Es gibt halt im Moment auch Verhandlungen wieder über Geld. Da spielt auch die Flüchtlingsfrage nochmal eine zentrale Rolle, dass da Gelder aufgestockt werden. Das hat aber jetzt direkt mit diesem Antrag nichts zu tun. Ich finde den gut, ich finde den wichtig. Ich habe halt auch nochmal mit den Leuten aus der Weiterbildung gesprochen, die auch auf diesen Antrag warten. Und insofern, da gibt es nichts, wo ich sagen würde, ich würde da Dinge völlig anders irgendwie fordern. Gibt es weitere Fragen zum Antrag? Okay, dann stimmen wir jetzt darüber ab, nur um das nochmal klarzustellen. Moni, korrigiere mich, wenn ich irgendetwas Falsches sage, dass wir auf diesen Antrag mit draufgehen und ihn mit im Plenum stellen. Ja. Wenn da jemand gegen ist, so möge er sich jetzt melden. Das ist nicht der Fall. Das war's mit den Anträgen, vorbehaltlich des Antrags von... Was? Egal. Vorbehaltlich des Antrags von Frank, aber die Moni hat noch eine Wortmeldung. Ja, ich hatte ja auch noch den Antrag geschickt, was diese Broschüre zum Thema Willkommen für Flüchtlingskinder an den Schulen betrifft. Den hatte ich ja gestern Abend noch rumgeschickt. Da kann ich aber zu sagen, dass es im Moment so ist, dass es da wohl noch Änderungsbedarfe gibt, dass der halt nicht in dieses, sondern erst ins nächste Plenum kommt. Sollte sich da was noch wieder dran ändern, würde ich das in den Umlaufbeschluss geben. Aber wir müssen das jetzt hier an dieser Stelle halt nicht auch noch behandeln. Gut, dann sind wir erstmal am Ende des Tagesordnungspunkts 4, gehen zu Top 5, Umlaufbeschlüsse, kommen gleich nochmal zurück. Top 5 Umlaufbeschlüsse, es gab keine. Top 6, Kernarbeitskreise. Da gab es eine Vorlage zu vom 20.10. Mit der Bezeichnung A3 2015, die habt ihr bekommen. Jetzt gucke ich gerade, es ging hier gerade ein Zettel rum. Ich frage, das ist erst die alte Fassung, sehe ich, und dann die neue mit deinen verkürzten Änderungsanträgen. Magst du da kurz was zu sagen? So, wir haben ja einmal die Vorlage A-3 2015 noch abzustimmen, also nicht nur Änderungsanträge. Was ihr jetzt vor euch liegen habt, ist vorne die Vorlage A-3 2015 ohne Änderungen. Also weder Thorstens Änderung noch meine Änderung, das ist die erste Seite. Beziehungsweise dazu kommen noch die 4 Zeilen auf der nächsten Seite, wo steht, dass es nichts kostet. Dann kommen, das ist jetzt die Kurzform meiner Änderungsanträge, 1, 2, 3, 4, 5. Nummer 6 bezog sich nur darauf, wann die nicht stattfinden und war auch nicht so wichtig.
Und diese habt ihr bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag erhalten, allerdings sind sie hier nochmal gekürzt und so gestaltet, dass man sie gut in die Originalvorlage eintragen kann. Hätte man, und darauf wies man mich dann gestern hin, hätte man meine Änderungsanträge, die ich euch für Montag geschickt habe, in die Originalvorlage eingetragen, wäre dann sozusagen die Originalvorlage unendlich lang geworden. Und das sind also sozusagen die Kurzform. Es gibt dann auf der dritten Seite eine Übersicht, wie dann der zweite Teil der Vorlage aussehen würde, wenn man alle Änderungen übernehmen würde. Das ist dann jeweils grün gedruckt, ne? Und auf der vierten Seite gibt es nochmal die Kurzerläuterung zu den Änderungsanträgen. 1, 2, 3, 4, 5. Und es gab gestern noch einen Hinweis, dass man sich noch über einen siebten Gedanken machen könnte, indem man das Wort Öffentlichkeitsarbeit dort in die Vorlage hineinschreibt, dass die Kernarbeitskreise auch dieses beraten sollen. Steht nämlich in der Originalvorlage so nicht drin. Gut, aber ansonsten das zu der Übersicht, was euch jetzt vorliegt. Ich muss würde ansonsten die Änderungsanträge kurz erläutern, wenn dann noch Fragen sind zu jeweils. Gibt es noch eine Frage zur... Ich habe nur eine Frage. Ich finde nirgendwo einen Änderungsantrag 6. Ist das richtig? Also ich habe jetzt auf der letzten Seite gerade gesehen... Das ist korrekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zusätzlicher Änderungsantrag 7. Du meinst Nummer 6 ist 6. Die von Toso. Nee. Achso, der steht jetzt gar nicht mehr hier drin. Nummer 6, ich sage euch kurz, was jetzt Nummer 6 war. Nummer 6 war nicht so besonders wichtig, deshalb wurde das jetzt da rausgestrichen, weil es keine Relevanz für die Vorlage hat. Nummer 6 ist sozusagen nur die Übereinkunft, dass am 28.12.2015 und am 26.12.2016, sowie an Feiertagen natürlich sowieso, das ist klar, denke ich mal, der Arbeitskreis nicht stattfindet. Aber ansonsten... Okay. Der ist jetzt also für die Vorlage nicht weiter wichtig. Gut. Gut. Frage nach der Vorgehensweise. Ich würde es jetzt so machen, dass ich die einzelnen Änderungsanträge kurz aufrufen würde zum darüber reden. Am Ende die Änderungsanträge von 1 bis 7 einmal durchgehen würde und danach haben wir noch einen Änderungsantrag von Toso vorliegen. Der würde zwar wieder das umschmeißen, was wir vorher dann besprochen haben. Also, nein, wir können den natürlich vorher noch besprechen, klar. Also erst den von Toso mit besprechen und dann über alle Änderungsanträge nochmal gehen. Deswegen frage ich, ob zu dem ersten Änderungsantrag, also dass die Arbeitskreise Demokratie und Bürgerrechte zusammengelegt werden sollen zu einem AK Demokratie und Bürgerrechte, ob es dazu Fragen gibt oder Anmerkungen. Der Grumpy. Von meiner Seite aus, ich habe mir das ja halt alles gestern im Laufe des Abends zu Gemüte geführt und entsprechend für heute auch dann in der Vorlage hier im Pad vorbereitet. Ich kann dem, so wie es der Kreon hier vorschlägt, als Änderung einfach zustimmen. Gibt es weitere Anmerkungen zu diesem Änderungsantrag? Das wäre nicht der Fall. Änderungsantrag 2, ein Antrag, der nur dann angenommen werden kann, sozusagen, wenn Änderungsantrag 1, ja, man kann auch 2 gleichzeitig machen, aber ist der Vorschlag, einen Arbeitskreis aktuelles von 12 bis 13 Uhr in diesen Timeslot einzufügen und über aktuelle Themen zu reden. Gibt es dazu Anmerkungen? Der Dietmar, dann der Olli. Dann der Grumpy. Allerdings nur eine Anmerkung im Hinblick auf die Zeitkomponente, weil in den späteren, einmal in der Grundlagenvorlage als auch in den Änderungen ist ja auch darauf Bezug genommen, dass, also in weiteren Änderungsanträgen, dass das das Vorstandsreferat macht, also Referentinnen, Referenten, die dann durchgängig von 12 Uhr bis 17 Uhr, 18 Uhr, was weiß ich, weil ja im Anschluss noch die Referentenrunde stattfinden soll, beschäftigt wären, gebunden wären, und das muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich aus Arbeitgebersicht ablehnen. Ich wäre dafür, diesen aktuellen Slot von 11 bis 12 laufen zu lassen, sodass dann alle, auch andere Referentinnen, also nicht nur, was geht nicht?
Ja, dann beißt es sich. Dann, wenn das noch so ist, dass die Vorstandsleute auch noch ab 10 Uhr in der Vorstandssitzung sind, um dann ab 12 Uhr direkt im Anschluss in den Arbeitskreis gehen zu müssen, sorry, ich glaube, da kriegen wir ein ernsthaftes Problem mit dem Betriebsrat und dem würde ich dann beipflichten. Also da muss eine Änderung oder müsste eine Lösung gefunden werden. Ja. Nee, Betriebsrat für die Angestellten. Nee, es geht doch um Vorstandsreferenten. Weil die Koordination und Moderation wird vom Vorstandsreferator durchgeführt, wenn ich das richtig verstehe. Und wir haben, ne, ist doch so. So, das und ja, und die sind ja wahrscheinlich dann auch in der Vorstandssitzung. Also sind die dann von 10 bis 18 Uhr irgendwo oder 10 bis 16 Uhr durchgängig ohne Mittagspause beschäftigt? Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Keine Ahnung. Ich meine, wäre eine Frage der Practice, aber könnte sein, dass sich da Unmut regt. Ich will das nur angemerkt haben. Erstmal Olli. Dann erstens Hartmut, dann Grumpy. Dann ist das, verstehe ich das, und das war ja auch im Vorfeld jetzt eine Woche lang so diskutiert worden, dass es da ein zeitliches Problem gibt. Deshalb gibt es auch die Möglichkeit, nur eins anzunehmen und zwei nicht, damit man eine Mittagspause hat. Aber deshalb würde ich das nicht tun. Ich denke, wir werden sehr schnell merken, wie lange die Dinger brauchen, die einzelnen, wie viel Zeit man braucht für diese AKs. Und es ist sicherlich denkbar und gut möglich, die auf eine Dreiviertelstunde zu quetschen. Und dann hat man eine Stunde gespart. Möglicherweise mit einem guten Zeitmanagement und guter Moderation funktioniert das. Zu diesem einen Änderungsantrag möchte ich noch hinzufügen, dass dort die meisten Kürzungen erledigt wurden. Also der Änderungsantrag ist ja in der Originalfassung sehr, sehr lang, weil ich das alles nochmal erkläre, warum man denn eine AK Aktuelles braucht. Es sollen nicht nur aktuelle Themen einfach behandelt werden, das steht auch hier in der kleinen Kurzbegründung drin, nicht nur aktuelle Themen behandelt werden, die mal einfach so irgendwie gerade aufploppen und aktuell sind. Ja, dazu kann er auch genutzt werden. Es geht aber vor allem darum, Schwerpunkte in der Fraktion, die wir sowieso in der Fraktion haben und wo wir auch Kompetenz in der Fraktion haben und die auch wichtige Punkte der Fraktionsarbeit darstellen, wichtige Schwerpunkte. Ich greife noch auf, was das ist, nämlich, dass es sich im Wesentlichen immer um Dinge handelt, wo sich etwas ändert und wo wir etwas zum Guten ändern wollen, was im Zuge der digitalen Revolution alles so mit passiert, neben Netzpolitik. Energiewende ist zum Beispiel eine Sache davon. Und dass diese, wenn es dann etwas Aktuelles gibt dazu und wenn dort aktuell etwas passiert, dass wir die Möglichkeit haben, dort dann innerhalb eines AKs das ordentlich zu besprechen und dort parlamentarische Initiativen und zu überlegen und auch parlamentarische Initiativen anderer zu besprechen. Finde ich an der Stelle sehr sinnvoll und hätte auch keine Überschneidung oder beziehungsweise die anderen beiden, die wir dann zusammenlegen würden im Änderungsantrag 1, haben halt sehr große Überschneidung. Und hier an dieser Stelle haben wir die Möglichkeit, Initiativen zu besprechen, die ansonsten man halt in einen da einordnen müsste, was auch geht. Aber hier haben wir so eine bessere Aufteilung. So, okay, Rückfragen nehme ich entgegen. Und wer es gelesen hat, hat es gelesen und weiß Bescheid, was ich meine. Der Hartmut hat zurückgezogen, der Grumpy. Nur kurz zur Klärung, weil das gerade offensichtlich nicht so ganz klar war. Für mich sieht die Montagsplanung genau aus diesem Grund dann wie folgt aus. Nach der Vorstandssitzung werde ich den regulären Rest des Nachmittags genau von hier aus das Ganze mit begleiten. Auch natürlich nicht, es kann natürlich nicht durchgehend von meiner Seite aus gewährleistet sein. Das heißt, auch da müssen wir dann MDL intern nochmal eine Regelung finden. Auch dann über Vorstandsreferatsposition, wie auch immer. Ich denke, dass das alles koordinier- und handelbar ist. Auch, dass man zum Beispiel von außen Leute über ein technisches Hilfsmittel hinzuschalten kann, wie wir das jetzt auch in der Herbstsitzung gemacht haben. Ich würde das gar nicht unbedingt satzungstechnisch oder orgatechnisch hier jetzt so detailliert festschreiben wollen. Und auch diese Anmerkung mit, ob ich das halt
Man setzt Stunden, reguläre Stundenzeiten fest, um auch hier einfach die Saalbuchung machen zu können. Wenn man dann halt 45 Minuten braucht, dann braucht man halt 45 Minuten. Also ich wundere mich gerade, dass man hier wieder kein Leitfaden baut, sondern ein Korsett. Von daher, ich würde das halt so, wie es ist, in den einzelnen Punkten annehmen und gut. Denn das ist meine Meinung. Erst ich, dann der Nixus. Punkt 1, ich finde es nicht gut, lieber Landtag, das Telefon hat gar kein Postsiegel mehr. So geht das nicht. Könnt ihr nicht einfach ein neues Telefon einbauen. Also Punkt 1, du hast das gerade gesagt, Grumpy, mit dem Leitfaden. Ich würde folgenden Vorschlag machen. Punkt 1. Punkt 1 ist, wenn tatsächlich wir über diese Änderungsanträge reden sollten und Änderungsantrag 3, der ja gleich noch kommt, sollte angenommen werden, wäre ja nicht mehr das Vorstandsreferat alleiniger Ansprechpartner für alle Kernarbeitskreise und dementsprechend würde sich das Problem schon mal nicht mehr stellen bzw. entzerren. Vorschlag 2, weil gerade von einem Leitfaden geredet wurde und weil ich das durchaus einsehen kann, dass Leute auch sagen, Mensch, das ist alles ein bisschen sehr kompakt und ich will ja dann doch bei 3, 4, keine Ahnung, Arbeitskreisen dabei sein. Und natürlich auch diejenigen, so wie du das jetzt sagst, oder das Vorstandsreferat halt ansonsten da 6 Stunden durchsitzen. Mein Vorschlag, dass wir den Leitfaden so machen, dass wir sagen, es geht nicht eine Stunde, sondern so ein Arbeitskreis, sondern einfach eine Dreiviertelstunde und dann hat man eine Viertelstunde Zeit, sich einen Kaffee zu holen, pinkeln zu gehen und dann geht der nächste Arbeitskreis los. Als Leitfaden eben nicht ein starres Korsett zu haben, sondern zu sagen, weißt du was, dazwischen können ja auch 10 Minuten Zeit sein. Ja, der Nixus. Bericht. Ich wollte dazu noch einen Satz sagen. Also erstmal danke, Dietmar, für die Betrachtung, dass da Arbeitszeiten eingehalten werden müssen oder Pausenzeiten ermöglicht werden sollen. Aber es ist ja nicht an einer Person festgemacht, die durchgehende Moderation. Also ich würde euch tatsächlich bitten, das daran nicht scheitern zu lassen. Ich glaube, da lassen sich Lösungen finden. Einer hat jetzt Grumpy bzw. Michelle schon angesprochen und ich denke, das wird man hinkriegen. Und solange da keine Person definiert ist, wird es auch sicherlich keine zwingenden Einwände oder keine zwingend zu berücksichtigenden Einwände seitens des Betriebsrats geben. Insofern fände ich es prima, wenn das durchkommt, der Sache wegen. Und die Umgehensweise, wenn man es das Leitfaden betrachtet, eine Viertelstunde Pause ermöglicht, wird sich das einspielen und ich glaube, das läuft. Danke. Gut, ich möchte nur kurz anmerken für das Protokoll, beziehungsweise, ja, anmerken für das Protokoll, dass wir gerade schon bei dem Änderungsantrag 2 sind. Und nicht oben, und da steht auch irgendwie nichts von Änderungsantrag 1, aber sei es drum. Wir sind jetzt gerade bei dem aktuellen Punkt. Gibt es dazu weitere Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Irgendein Handy vibriert hier ganz fies. Ja, ich merke das auch. Ist egal. Dann kommen wir jetzt zu Änderungsantrag 3. Da geht es um die Ansprechpartner, Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten. Der Vorschlag ist, dass jeder Arbeitskreis eine, oder möchtest du was sagen, Olli, je nachdem? Okay, dass jeder Arbeitskreis eine eigene Leitung bekommt und eine Stellvertretung, damit 2 Personen fest für einen Arbeitskreis zuständig sind und dass auch Tagesordnungen erstellt werden, versendet werden und so weiter. Der Olli möchte was dazu sagen. Also die fußt ein bisschen darauf, was wir letzte Woche in der Fraktionssitzung gesagt haben. Einmal die Bedenken bzw. der Vorschlag, dass man klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten braucht und man einen klaren Ansprechpartner braucht, damit das sozusagen funktioniert. Dann der Hinweis darauf, dass man interne Transparenz braucht und dass die Ergebnisse auch nicht nur im Protokoll, sondern auch sonst nach außen getragen werden müssen. Auch, dass die Schnittstelle nach extern funktioniert. Und die Sache, dass man frühzeitig darüber Bescheid weiß, was denn in diesem Arbeitskreis passiert, dass man sozusagen eine gute Vorbereitung, Vorplanung hat. Ähnlich wie wir es jetzt in der Pressestelle haben mit den Wochenübersichten und ähnlich wie es mit dem Antragsfreitag haben. Deshalb steht sozusagen auch nochmal extra die Sache mit der Tagesordnung drin, die dann auch in die Vorlage übernommen werden sollte. Alles andere soll jetzt nicht sozusagen nicht als Antragstext sein, sondern das andere steht in der Begründung und ist sozusagen die Empfehlung hier Vorbereitung, Moderation, Nachbereitung, das auch wirklich zum Schwerpunkt der Arbeit zu machen und nicht nur die spontane Moderation zwischendrin. Gut, dann bin ich dran.
Ich schlage dich, Olli, schon mal als Ansprechpartner für mindestens drei Arbeitskreise vor. Kein anderer kann morgens um 5 noch schnell eine Tagesordnung ausschicken. Das kann man an mich ja delegieren als Verantwortlicher eines Arbeitskreises. Okay. Dein Schlafdefizit möchte ich nicht haben. Außerdem, weil die Sache rechtzeitig okay. heißt ja nicht morgens um 5. Das ist ja voll scheiße, wenn ich erst morgens um 5 das rumschicke. Ist ja besser, wenn man das freitags schon weiß. Gut, dass du es gemerkt hast. Die Kritik war ja auch nicht so versteckt. Also folgendes, ich bin tatsächlich zwiegespalten zwischen, jawohl, wir sollten eine feste Leitung haben und nee, aber eigentlich sollte ja, da ja zumindest das, was damals oder was angedacht war auch von den Referenten, war ja so eine Art, jeder kann was reinschmeißen und man kann auch spontan in der Sitzung selber noch über Dinge reden, weil das soll ja auch so eine Art Think Tank werden. Da soll man auch einfach mal über aktuelle Themen, zum Beispiel im Bereich Aktuelles, wie du es jetzt genannt hast, reden können und dann bobbelt da einfach so ein Antrag hoch. Wenn das alles vorbereitet sein muss und man dann sich wieder, ich sag mal, sklavisch an so eine Tagesordnung hält, hätte ich dann ein Problem mit. Von daher bin ich wirklich hin und her gerissen zwischen feste Verantwortlichkeit, feste Vorbereitung, fester Ablauf mit Moderation, feste Nachbereitung. Und wenn wir und den Punkt, wenn wir ein zu starkes Korsett anlegen, dann killen wir jede Kreativität sozusagen, die so ein Arbeitskreis haben könnte. Wenn wir das unter einen Hut kriegen, dann ist gut. Ich würde es auch daran nicht scheitern lassen. Ich würde sagen, lass uns das machen und dann lass uns gucken, ob es sich bewährt. Und wenn nicht, dann sollten die Arbeitskreise auch eine Rückmeldung geben an Grumpy, an mich, an den Hartmut, dass wir dann an dem Ganzen nochmal was ändern können. Gibt es weitere Wortmeldungen, außer die Frage nach Schnittchen? Die nicht unwichtig ist, das stimmt. Gut, ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann Änderungsantrag 4. Ein Mitglied des Landtags soll für den Arbeitskreis politisch zuständig und verantwortlich sein, unabhängig von der organisatorischen Leitung, und soll Bericht erstatten. Möchtest du dazu was sagen, Olli, oder? Ich nehme nur das Beispiel, wenn wir Antragsfreitag haben im Mumble und niemand weiß, woher ein Antrag kommt und kann eigentlich auch niemand so richtig was sagen. Es ist immer gut, wenn nicht nur, ich würde sagen, es passiert bestimmt nicht oft, aber wenn es könnte passieren, wir haben dann irgendwas vorliegen vom Arbeitskreis, aber irgendwie sind gerade kein MBL da, der dazu was sagt. Es ist immer gut, wenn ein MBL an der Stelle einen Hut auf hat. Er muss gar nicht mal persönlich in dem Arbeitskreis sein, ist jetzt nicht zur Beruhigung gedacht, aber als Fall, es reicht, wenn er weiß, dass er nach einer Fraktionssitzung dazu was sagen muss oder dazu fähig sein soll, dazu dem Antrag was zu sagen. Wir werden ja in Zukunft durchaus mal einen oder anderen Antrag haben, der von der Gesamtfraktion kommt, von der Gesamtfraktion vorbereitet wird, und auch da möchte ich nicht alles Grumpy aufladen, dass er immer alles dann weiß, und sondern da möchte ich auch anderen den Hut aufsetzen, auch wenn Grumpy einen schönen Hut hat. Dann ist der Grumpy dran. Nixus ist dann nach mir. Vielen Dank für die Blumen. Wir haben diesen Zustand Rights, denn wir haben heute hier zwei Anträge geschlossen gehabt, die aus der Fraktion heraus entstanden sind. Und ein Berichterstattersystem ist immer gut und wichtig. Dies auch bei den MDL anzusiedeln. Es ist essentiell, obendrein vielleicht noch Stellvertreterregelungen und oder Wechsel, wie auch immer, dass halt einfach nur klar ist, dass es mindestens eine Person macht, am besten halt noch zwei. Ich kann das genauso mitnehmen. Dann, wer ist dann? It's a me. Ich bin gegen den Vorschlag. Auch wenn der Olli gerade unter dem Tisch seine Argumente sucht. Also ich bin gegen... Ach, ein Stift, okay. Auch Argumente, je nachdem, wie fest man zuhaut. Also ich bin gegen den Vorschlag, und zwar aus folgendem Grund. Ich sehe das im Zusammenhang mit diesem Änderungsantrag 5. Ich glaube, dass wenn wir einen MDL haben als Berichterstatter für den ganzen Arbeitskreis, dann ist das einfach Overkill. Ich würde es viel besser finden, wenn wir, und jetzt spreche ich auch schon gegen den nächsten Antrag, aber es hängt halt zusammen, wenn wir tatsächlich auch über Änderungsantrag 5, also wenn wir auch Änderungsantrag 5 nicht positiv abstimmen würden, weil in meinem Arbeitsablauf, den ich im Kopf habe, sozusagen macht zwar ein Arbeitskreis, hat zwar sozusagen ein Initiativrecht, aber überzeugt dann ein MDL zu sagen, so, das ist der Antrag,
findest du den gut? Weil, hey, hinterher müssen sowieso mindestens die 10 überzeugt werden, die dann hier dafür stimmen. Also man sucht sich ein MDL als Kernarbeitskreis, meistens ein MDL, das da rumsitzt und sagt so, du bist jetzt derjenige, der für diesen Antrag zuständig ist und den mitnimmt. So haben wir die Bindung nicht an alle Anträge dieses Arbeitskreises, sondern wirklich an jedes einzelne Thema. Und das halte ich für wesentlich effektiver, auch weil einfach dann die Arbeitsbelastung für den Einzelnen niedriger wird. Und weil auch die Ausfallsicherheit, wenn mal einer nicht da ist, der hat jetzt auch nicht delegiert, weiß ich, wird vom Auto überfahren, kurz vorm Antragsfreitag, Freitagsmumble, dann sind plötzlich 5 Anträge weg und ist aber nur für einen Antrag zuständig, ist halt nur ein Antrag weg. Und deswegen wäre meine Bitte sozusagen Änderungsantrag 4 und 5 gemeinsam so nicht zu machen, sondern es an den einzelnen Anträgen aufzuhängen. Nixos. Gut. Ich möchte hier zumindest für diesen Änderungsantrag 4 nochmal sprechen. Es gab hier schon mal eine Diskussion in dem Zusammenhang, in deren Zusammenhang der Begriff Schattenkabinett auftauchte. Ich möchte sowas eigentlich nicht wiederhaben. Ich möchte, dass das funktioniert mit den Kernarbeitskreisen. Ich möchte, dass verantwortlich Abgeordnete tatsächlich sich eingebunden fühlen, sich zuständig fühlen. Und dieses Konzept mit der Berichterstattung finde ich persönlich sehr gut. Ich kann zwar Michels Argumente durchaus nachvollziehen, aber es ist, denke ich, in eurem Interesse, dass ihr auch tatsächlich seht, hier ist immer in jedem Kernarbeitskreis einer mit gegebenenfalls Stellvertretung dabei und der sich zuständig fühlt. Das deutet für mich oder das führt aus meiner Sicht dazu mittelfristig, dass auch dieses Konstrukt oder diese Konstruktion der Kernarbeitskreise die Bedeutung bekommt, dann am anderen Tag in der Phrase, die ich mir dafür wünsche. Gut, gibt es weitere Anmerkungen zum Änderungsantrag 4? Das ist nicht der Fall. Dann Änderungsantrag 5. Neben den Mitgliedern der Fraktionen haben auch Arbeitskreise eine fraktionsinterne Initiativmöglichkeit, der Fraktionsversammlung Anträge zur Abstimmung vorzulegen. Ich glaube, der Satz spricht für sich. Aber Olli, du darfst natürlich gerne was dazu sagen. Das ist im Grunde formal fu, aber es um es einmal festzuhalten, weil wir das bisher, glaube ich, nicht definiert haben. Bisher war es eigentlich, 2 Jahre lang war es ganz selbstverständlich, dass ein Abgeordneter einen Antrag vorlegt. Und das ist einfach, damit wir es dann festgehalten haben, dass wir wissen, woher Anträge kommen können. Die Möglichkeit, die Michelle eben sagte, dass immer ein Abgeordneter gefunden werden muss, der es übernimmt, die gibt es selbstverständlich auch. Der Nixus möchte was dazu sagen. Auch dazu ganz kurz. In meiner Wahrnehmung hat hier längst eigentlich jeder, der sich politisch engagiert, ein Recht oder die Möglichkeit, initiativ zu werden. Ich sehe da tatsächlich nicht die Notwendigkeit, das ist in einem Recht bei den Kernarbeitskreisen festzumachen. Wenn ich zum Abgeordneten gehe, sage, ich habe eine Idee, ich möchte das und das in einen Antrag gegossen haben, bist du dazu bereit, das mit mir zu machen, zu gestalten, umzusetzen oder 2, klappt das an und für sich. Also deshalb halte ich auch diese Nummer 4 für wichtig. Ich sehe das nicht im direkten Zusammenhang mit der Nummer 5. Und da sage ich tatsächlich, für mich ist das nicht zwingend erforderlich. Initiativrecht hat hier eigentlich, oder die Möglichkeit, eine Initiative zu ergreifen, hat ja jeder, das finde ich gut, das muss nicht formalisiert werden. Jetzt bin ich 2-mal dran. Cool. Jetzt habe ich 6 Minuten. Ich beginne mit einer Minute Schweigen. Nein, einzeln gesehen, und jetzt möchte ich euch ein bisschen überraschen, finde ich Änderungsantrag 5 gut, weil er stellt zumindest klar, dass wir gesagt hatten, es soll, wie gesagt, wieder das mit dem Think Tank, also diese Kernarbeitskreise sollen einfach auch Anträge entwickeln können. Und was passiert, wenn mal ein MDL nicht da ist? Das war ja damals mal so die, ne? Und dann könnte auch ein Arbeitskreis einen Antrag stellen. Andersrum, wenn wir sagen, es gibt Berichterstatter und es gibt immer eine Leitung, eine Stellvertretung und da soll auch immer ein MDL bei sein oder ähnliche Geschichten, dann, also gerade wenn es den Berichterstatter gibt, das ist halt der Punkt. Deswegen ist das im Zusammenhang lieber Nixus, weil der muss dann da sein, der muss wissen, was passiert ist, dann braucht es dieses Initiativrecht nicht, weil dann hast du sowieso das eine Mitglied des Landtags, das in die Fraktionsversammlung kommt und sagt, so, hier ist der Antrag. Gibt es weitere Anmerkungen zu Änderungsantrag 5?
Das ist nicht der Fall. Dann Änderungsantrag 6. An folgenden Tagen findet keine Arbeitskreissitzung statt. 28.12.2015, 26.12.2016 sowie an Feiertagen. Klammer auf, Ostermontag, Pfingsten, Klammer zu. Dazu gibt es hoffentlich keine Anmerkung. Warte, wie heißt das Wort? Das ist ein No-Brainer. Oder Olli, möchtest du was dazu sagen? Nein, gibt es dazu Anmerkungen? Stelle fest, das ist nicht der Fall. Und dann haben wir einen Änderungsantrag. Jetzt die Moni. Ich wusste. Man könnte ja jetzt daraus schließen, dass im Umkehrschluss an allen anderen Montagen, egal was dort ist, welche stattfinden. Also den Schluss könnte man jetzt daraus ja durchaus ziehen. Ist das damit tatsächlich gemeint? Ich habe ihn relativ spontan noch dazu geschrieben, weil eben in der Vorlage steht, die finden immer statt, egal was ist. Steht in der Vorlage. Da steht konkret. Steht halt auch in Ferien und in sitzungsfreien Zeiten. Gut. Auch das könnte man natürlich dann, man kann das natürlich noch generell anders regeln, ne? Das ist klar. Wobei ich, Thorsten hat ja einen Vorschlag gemacht, mit dem wir jetzt gleich auch noch kommen. Er hat ja gesagt, die sollen sowieso nicht so oft stattfinden. Ich sehe keine Hand gerade. Habe ich jemanden übersehen? Nein. Der Originalvorschlag lautet jede Woche, weil dieses Ding soll der Brainpool für unsere Anträge sein. Da soll man politisch miteinander reden. Das war der Wunsch. Wenn man jetzt das Ganze wieder zum Beispiel in der Ferienzeit, Schulferienzeit, so wie ja keine Fraktionssitzung stattfinden, auch die Arbeitskreise nicht stattfinden lässt, dann entbehrt das natürlich jetzt ab von den Änderungsanträgen von Olli. Dann haben wir natürlich das Problem, dass dieses wer kommt, der kommt und wir reden einfach mal über Politik und wenn es nichts gibt, dann gibt es halt nichts. Das wäre dann natürlich nicht mehr der Punkt. Also wir reden von anderen Arbeitskreisen als die eigentlich angedacht waren, die in dieser Originalvorlage sind sozusagen. Also die Originalarbeitskreise sind eher so, wir setzen uns zusammen beim Käffchen und reden über Politik und gucken, dass wir da Anträge rausmachen und arbeiten dann an den Anträgen. Wenn das alles sehr formalisiert ist und Ansprechpartner, feste Termine, nicht in Ferienzeiten und so weiter und so weiter, dann sind wir natürlich bei, ja, wie soll ich das nennen, einer Arbeitsstruktur, die sich wirklich nur noch um Anträge kümmert. Da ist dann dieses, wer kommt, der kommt, natürlich nicht mehr dabei. Der Daniel. Nee, das war auch der ursprüngliche Plan. Also es hat ja mit dem Änderungsantrag eigentlich nichts zu tun. Das können wir meinetwegen so machen, wobei ich mich gerade frage, ob das in Klammern eine abschließende Aufzählung ist, aber das ist mir eigentlich auch egal. Ich bin mir halt nicht sicher, also ich verstehe das alles mit dem Think Tank und so weiter und so fort und ich verstehe auch eine gewisse Notwendigkeit, das in sitzungsfreien Zeiten zu machen. Ich glaube dennoch, dass sich da ein großes Frustrationspotenzial hinter verbirgt. Denn ich vermute, also in meiner Glaskugel sehe ich Montage, also Kernarbeitskreise in sitzungsfreien Zeiten, die dann wahrscheinlich im Wesentlichen von Referenten besucht sein werden. Und vermutlich sitzt dann Grumpy oder Michelle noch hier, weil sie irgendwie sich dafür verantwortlich fühlen. Und viele andere nicht. Also ich möchte nicht den Teufel irgendwie an die Wand malen. Wir können das gerne so testen. Aber wir sollten uns dessen irgendwie bewusst sein, dass das vielleicht schwierig werden könnte. Und man sollte dann halt nicht so wahnsinnig frustriert sein, wenn genau dieser Fall eintritt, weil er wird nicht ganz überraschend dann eintreten. Okay, ich muss mich ja selbst dran nehmen, bin dran. Du hast recht, aber ich möchte darauf hinweisen, dass das so von Referenten gewünscht war. Also das ist ja ein Vorschlag von Referenten, den wir übernommen haben, ausgearbeitet haben und so weiter. Das war so gewünscht und es ist, glaube ich, auch, also ich gucke mal Nixus an, ich glaube, dass es durchaus auch, dass ihr durchaus wisst oder wusstet in diesem ersten Entwurf, es könnte auch sein, dass es mal nur Referenten sind. Aber ich gebe gerne dem Nixus das Wort, der meldet sich ja eh. Ja, auch da danke für die Rücksichtnahme auf mögliche Frustrationen, sehe ich nicht so. Also wir haben hier in der Regel Arbeitsverträge, die keine sitzungsfreien Zeiten irgendwie beinhalten als Freizeit oder so ähnlich.
Insofern ist das ein normaler Arbeitstag und ich finde es unproblematisch und auch nicht frustrierend, wenn dann ein Kernarbeitskreis in der längeren sitzungsfreien Zeit im Sommer stattfindet. Man trifft sich um 12 und stellt fest, es gibt gerade kein Thema. Das ist ja nirgendwo festgelegt, dass der eine Stunde oder 45 Minuten dauern muss. Also das halte ich für unproblematisch. Ja. Ich finde es aber gut, wenn wir die sitzungsfreien Zeiten produktiv nutzen und die Möglichkeiten, das Gerüst dazu geschaffen wird und es nicht von vornherein eingeschränkt wird. Also sage ich aus meiner Position als Referent und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen von mir. Dietmar. Ja, Nixus, im Wesentlichen ja, aber in einem anderen wesentlichen Punkt eher nein, weil das stimmt nicht so ganz. Alle Arbeitsverträge enthalten hier die Klausel oder den Passus, dass insbesondere Urlaube während der sitzungsfreien Zeit zu nehmen sind. Ich meine, das mag letztendlich eine Frage der Verwaltung, also sprich der Administration zu sein, ob und inwieweit hier Urlaubsanträge gestellt werden müssen oder auch eine interne Koordination der Urlaube von Referentinnen und Referenten stattfinden müssen. Aber das ist nicht ganz richtig, ne? Also sonst würde das nämlich dazu führen, weil ja die Arbeitskreise auch Pflichttermine für die Involvierten sind, dass sie dann notwendigerweise, weil ihnen keine andere Möglichkeit bleibt, außerhalb der sitzungsfreien Zeit ihre Urlaube nehmen müssen. Also da sehe ich ein Problem. Ja, also ich meine, dass man in der Urlaubszeit keine Verpflichtung hat, am Arbeitsplatz zu sein, hielt und halte ich für selbstverständlich. Insofern sehe ich jetzt den Widerspruch nicht. Also ja, Urlaub ist Urlaub. Also da sehe ich meine, es wird dann so sein, dass bestimmten Zeiten weniger Referenten da sind. Völlig klar, ja. Aber bei irgendwie 6 Wochen Urlaub im Jahr, 19 Wochen sitzungsfreie Zeit, könnte man jetzt mathematisch relativ leicht ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wie viele Referenten in einem bestimmten Kernarbeitskreis in der sitzungsfreien Zeit anwesend sein können und auch müssen. Die Chance liegt dann irgendwo bei X%. Aber du hast natürlich völlig recht. Urlaub ist Urlaub, aber im Urlaub muss ich hier nicht sein, auch wenn da steht, das ist Kernarbeitskreis XY und das ist Pflicht. So dachte ich jedenfalls. Kann der Betriebsrat aber auch noch mal eine Stellungnahme zu verfassen, macht er bestimmt gerne. So, noch eine, ich hätte noch eine Anmerkung auch zu diesem Urlaubsthema. Wenn ein Arbeitskreis, da sitzen ja Menschen zusammen, die können ja reden. Das heißt, wenn so ein Arbeitskreis merkt, hey, nächste Woche sind von 7 Leuten, die da sind, 6 im Urlaub, dann kann man auch durchaus mal eine Woche so einen Kernarbeitskreis ausfallen lassen. Das ist alles in Seife gemeißelt. Ja, bitte, Daniel. Wir werden das im Vorfeld nicht merken. Es wird halt der Montag kommen, da sitzt dann halt der Nixus mit dem Hilmar oder mit wem alleine hier. Ja? Oder es sitzt dann eben irgendein Abgeordneter alleine hier, der vielleicht vom Arsch der Welt hier hingefahren ist. Und wir werden an dem Tag frustriert sein, zumindest derjenige. Das wird passieren, das ist mit den alten Arbeitskreisen passiert und das wird sich nicht verändern, nur weil die Dinger einen neuen Namen und einen neuen Zuschnitt haben. Das will ich einfach nur bewusst machen. Wir können ich finde auch gut, mir reicht das schon, ich habe da keinen Änderungsantrag oder irgendwie sowas zu. Ich will auch gar nicht die sitzungsfreien Zeiten rausnehmen, weil ich das gut finde, dass der Kernarbeitskreis darin in den sitzungsfreien Zeiten tagt. Aber mir war wichtig, dass wir über diesen Punkt auch tatsächlich reden. Mir war dein Statement zum Beispiel sehr wichtig, gerade Nixus, ne, dass ihr auch quasi ja darüber gesprochen habt. Und vielleicht haben wir uns so ein bisschen dahingehend sensibilisiert, dann eben in den sitzungsfreien Tagen, in den sitzungsfreien Wochen halt einmal genauer hinzugucken und vielleicht auch mal so eine Planung für die nächsten Wochen dann zu machen. So eine Vorausplanung, sage ich mal, fällt unserer Fraktion ja nicht immer so ganz leicht. Ja, also das wäre meine Anregung dahingehend. Das kann man ja recht easy abfragen. Da der Kreon gerade noch einen spontanen Änderungsantrag 8 gebracht hat, sehe ich überhaupt gar keine Probleme. Die Kernarbeitskreise werden regelmäßig gefüllt sein, da wir Sitzungsgeld einführen. Hat er zumindest vorgeschlagen. Nein, war natürlich nur ein Spaß. Gibt es noch Wortmeldungen zu Änderungsantrag 5? Nee, 6. Wir sind bei 6. Entschuldigung. Stelle fest, das ist nicht der Fall. Dann haben wir noch einen Änderungsantrag 7. Und ja, den kann der Olli einfach mal vorstellen. Der ist besonders wichtig und wertvoll, weil ich darauf warte, dass du ihn kommentierst und dazu ein Urteil abgibst. Dann wissen wir etwas mehr über die Arbeitskreise, wie du sie dir vorstellst. Stimmt. Man kann, wir wollen ja mit unseren Anträgen strategisch darauf abzielen, dass sie nicht nur einfach so eine Eintagsfliege sind, mal auftauchen, mal wieder zurückgehen, sondern sie sollen ja
ich formuliere das mal so, sollen ja ein Teil einer Geschichte sein, die wir hier im Plenum dann mit dem Höhepunkt des Antrags der parlamentarischen Initiative haben. Und es gibt ja einen Vorlauf, einen Nachlauf, der vielleicht auch dann irgendwie mit Öffentlichkeitsarbeit begleitet wird. Ist ja auch jetzt stark in der Diskussion, in der Strategiediskussion der Fraktion. Und daher jetzt einfach mal der Antrag. Daher sollte der Begriff der Öffentlichkeitsarbeit aufgenommen werden, weil dies eines unserer Hauptziele für die Wiedereinführung der Arbeitskreise ist. Also die Änderung heißt dann, dass da steht, die Aufgabe besteht jetzt darin, die beschlossenen Kernthemen in konkrete Parlaments- und Öffentlichkeitsarbeit umzusetzen. Ich bin mir bewusst, dass vorher dort stand, dass man sich ausschließlich um die parlamentarischen Initiativen kümmert. Und deshalb ist das zwar nur ein Wort, was eingefügt wird, aber einen Hinweis an den Arbeitskreis, wie man sich selbst definiert. Das ist jetzt auch keine Arbeitsverpflichtung, sich jetzt mindestens so lange auch mit Öffentlichkeitsarbeit der jeweiligen Anträge zu beschäftigen. Es ist eher so ein Hinweis darauf, was das Selbstverständnis der Arbeitskreise betrifft. Wenn wir das nicht bei den Arbeitskreisen machen, dann muss natürlich der Teil auf jeden Fall auch woanders noch vorkommen. Aber ich interessiere mich sehr, sehr dafür, wie Michel das beurteilt, ob das Wort rein soll oder nicht. Ja, dann schreibt mich auf die Liste, dann sage ich da kurz was zu. Ich halte das nicht für schädlich, ich halte das nicht für schlecht. Ich weiß nicht, ob das immer in den Kernarbeitskreisen funktioniert, also immer funktioniert, aber ich glaube, dass man durchaus diesen Fokus auf, was wir hier tun, muss draußen verkaufbar sein, setzen kann. Und das kann man natürlich mit so einem Wort tun, indem man klarstellt, natürlich geht es am Ende auch um Öffentlichkeitsarbeit, natürlich geht es darum, was können wir damit draußen tun. Also nur Parlamentsarbeit zu machen, gebe ich dir recht, ist natürlich eigentlich zu wenig. Und zudem, und das möchte ich auch noch eben sagen, ist, merke ich ja auch in diesem, wie soll ich das nennen, relativ spontanen, komm, wir reden mal über, was können wir hier tun, strategisch und zum Thema Öffentlichkeitsarbeit, merke ich, dass es auch ganz viele Ideen gibt und die sprudeln immer wieder. Und warum soll man so eine Quelle da einfach ungenutzt liegen lassen? Also ich finde das gut, können wir machen, sollten wir machen. Gibt es weitere Wortmeldungen zum Änderungsantrag 7 von Olli? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir noch einen Änderungsantrag, und zwar den von Toso. Da der den nicht selber vorstellen kann, tue ich das mal eben. Dem Toso geht es darum, dass er sagt, die Verengung auf den Montag liegt daran, dass vielfach der Montag der einzige Tag ohne Ausschusssitzung ist. Und gleichzeitig ist in den Sitzungswochen die Vorbereitung der Ausschüsse unterzubringen. Und das wäre nicht ganz einfach. Deswegen schlägt der Toso vor, die Kernarbeitskreise nur in den Wochentagen zu lassen, in denen es keine Ausschusssitzungen gibt. Zusätzlich schlägt Toso, das wäre sozusagen der zweite Änderungsantrag von Toso, vor, dass man die Möglichkeit einrichtet, entweder per Videokonferenz und oder Mumble an den Kernarbeitskreisen teilzunehmen. Außerdem, dritter Änderungsantrag, empfiehlt er, dass das Thema Bürgerrechte ein bisschen zu eng gefasst ist, seiner Meinung nach, und deswegen geändert werden sollte in Individualrechte, und er führt da den Asylbereich auf. Natürlich, wir wissen alle, Asylbewerber sind keine Bürger im Sinne des Gesetzbuches, und deswegen sagt er Individualrechte. Das Letzte, ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ist nur eine Anmerkung zum Thema Digitalisierung der Arbeit. Wer da einen Antrag sieht, möge das jetzt als Antrag formulieren, aber da sehe ich keinen Antrag drin. Also es wären drei Änderungsanträge, und deswegen rufe ich jetzt mal auf, so wie wir es gerade auch gemacht haben. Erster Punkt, Kernarbeitskreise finden nur noch in Wochen statt, in denen keine Ausschusssitzungen stattfinden. Und eröffne die Diskussion mit dem Grumpy als erstem Redner.
Dietmar, Olli. Ja, ich hatte das ja gestern schon mal überlegt. Hier steht Hallo Torso, falls du zuguckst. Ne? Vielleicht hast du es gelesen. Bei mir würde sich das so ergeben, ich könnte dann nur tatsächlich in der 46. Kalenderwoche, das allerdings nur unter Vorbehalt, dass nicht doch noch in der Woche eine Sitzung stattfindet. Und in der Weihnachtswoche, die aber jetzt hier zumindest laut den Änderungsanträgen von Olli ausgeschlossen ist. Also ist das meines Erachtens eher wahrscheinlich der Antrag, um das mit den Arbeitskreisen ganz zu lassen. Ich hoffe nicht, dass das so intendiert ist, aber zumindest würde es darauf hinauslaufen. Was das andere angeht, Bürgerrechte, Individualrechte. Individualrechte wären auch solche nach dem BGB, auch diese stehen nur bedingt zu. Und also Leute, wir haben ein Programm, ein Parteiprogramm, wir haben ein Wahlprogramm und da steht einfach was von Bürgerrechten drin. Und ich glaube, dass es darum geht, diese Bürgerrechte zu stärken. Es geht ja gar nicht darum, die Flüchtlingspolitik im Allgemeinen jetzt aus den Bereichen rauszulassen. Möglicherweise kann das aber auch eine Folge davon sein, zumal das ein Dauerthema ist. Sonst müssten wir vielleicht einen anderen Arbeitskreis einrichten, den hast du aber nicht vorgeschlagen und dieser Arbeitskreis würde dann Flüchtlingspolitik heißen. Das, denke ich, wird man so wie alle anderen, wie zum Beispiel Haushalt oder auch Bildung oder was auch immer, immer sowieso parallel laufen haben. Und von daher meine ich schon, dass wir es lassen könnten, Demokratie und Bürgerrechte, weil nämlich, wie es eben, wie ich schon ausführte, um die Rechte zwischen dem Bürger und dem Staat geht und die orientieren sich an der Grundrechtecharta der Europäischen Union. Ich glaube Artikel 36 bis 42 oder 38 bis 46, irgend sowas um den Dreh. Der Grumpy sucht immer einen Hans-Jörg, findet den nicht. Nee, umgekehrt. Nee, ich muss jetzt einen Hans-Jörg. Achso, muss immer einen Hans-Jörg suchen in der Liste und kennt aber nur Danebot. Das ist das Problem, deswegen dauert es ein bisschen länger. Der Olli ist dran. Ja, Dankeschön. Das nur in Wochen ohne Ausschuss mir zu ungenau, weil. Also mal abgesehen von davon, dass es womöglich gar nicht passt am Ende. Ich würde mich durchaus, obwohl ich erst dachte, dass es zu viel dafür ausspreche, das wirklich immer stattfinden zu lassen, möchte aber kurz erwähnen, was denn die Praxis uns für Lösungen beschert hat. In der Praxis, also das, was wir jetzt 3 Jahre lang ausprobiert haben, haben wir alle 2 Wochen gemacht, was wunderbar funktioniert hat für die Arbeitskreise. Wir haben aber auch Arbeitskreise gehabt, die haben sich an den Plenarwochen orientiert, haben sich gesagt, wir treffen uns immer 2 Wochen vor der Plenarsitzung, also immer genau dann, wenn die Anträge gemacht werden sollen. Das macht ja auf jeden Fall Sinn, die kann man nicht streichen eigentlich, die Termine, die sind besonders wichtig. Wenn man darüber nachdenkt, dass man auch über andere Anträge spricht, muss man eigentlich die Plenarwoche selbst auch noch mitnehmen. Und ich glaube, es gibt keine Mehrheit dafür, aber ich erwähne, dass bei anderen Fraktionen diese Arbeitskreise, da der Montag dann irgendwann dicht ist mit Arbeitskreisen, die haben auch montags, von 8 bis 9 oder von 9 bis 10 stattfinden. Und dass vor allem am Dienstag von 8 bis 9 und von 9 bis 10 Arbeitskreise stattfinden. Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit. Video kann ich persönlich eigentlich nichts zu sagen, weil das hängt an unseren Ressourcen. Und individual... Achso, wir sind nur da. Okay, alles klar. Weil ja auch schon ein anderes Reich noch schreibt. Alles klar. C'est moi. Also, ich habe da tatsächlich ein Problem mit. Mit diesem Punkt, auch mit dieser Formulierung, ne? Nur in Wochen, wo keine Ausschusssitzung stattfindet. Es reicht also eine Ausschusssitzung, wenn es so eine Sonder-HFA-Sitzung am Freitag von 10 bis Viertel nach 10 ist, wo nur irgendwas kurz beschlossen wird sozusagen, und das hatten wir ja hier schon öfter, und dann darf in der Woche nach dieser Formulierung keine Sitzung stattfinden. Ich verstehe die Intention, die der Toso da hat. Ich habe aber das große Problem, es ist so, er ist im Moment auf gut Deutsch der Gelackmeierte, um das Wort mit F nicht zu benutzen, der montags diese Sitzung hat von der Verfassungskommission, der nicht teilnehmen kann. Und er könnte dann auch per Mumble übrigens nicht teilnehmen. Also das wäre überhaupt gar keine Hilfe. Und ich weiß, da sind wir jetzt nicht. Verdammt. Danke, Daniel. Und von daher, das sind einfach zu wenig Termine. Also wenn wir die ganzen Ausschusssitzungswochen streichen, was ist mit Plenarwochen? Sind das Ausschusssitzungen? Also ich finde das, nein, passt nicht, tut mir leid. Danebot. Ja, also Punkt 1 in Tosos Vorschlägen sehe ich auch ein bisschen schwierig. Das führt tatsächlich dazu, dass wir nur sehr wenig Termine haben. Punkt 2 und 3 würde ich aber zustimmen können. Also Punkt 2, im Gegensatz, was? Die hat doch eben lang und breit über Punkt 2 geredet. Bürgerrechte sind nur eine Teilmenge des
größeren ganzen Menschenrechte. Also ich würde tatsächlich einen Kernarbeitskreis Demokratie und Menschenrechte benennen. Und nein, Bürgerrechte sind kein Teil der Menschenrechte. Okay, Dietmar, kannst du gerne meinen. Also ich bin der Meinung, dass wir, wenn wir so Kernarbeitskreise machen, das nicht zu eng fassen sollten, weil das sofort, sobald ihr das macht, bei uns Piraten formalfickerisch und korinthkerkerisch missbraucht ihr das Ausschlusskriterium, wenn irgendwas nicht explizit drinsteht. Deshalb bin ich dafür, das tatsächlich sogar Demokratie und Menschenrechte zu nennen und auch für den dritten Punkt meine Zustimmung von Thurses, dritten von Thurses Anträgen. Daniel. Machen wir jetzt alles oder doch nur eins? Jetzt machen wir alles. Ja? Okay. Olli ist schon wieder auf der Liste. Dann versuche ich mich mal dran. Also zu dem ersten Punkt, zu den Tagen bzw. sitzungsfreien Wochen, haben jetzt mehrere ja schon gesagt, das funktioniert leider Gottes so nicht, auch wenn ich Thursos Intention dahinter durchaus gut nachvollziehen kann. Ich bin total unglücklich mit dem Montag, mit der Konzentration der Kernarbeitskreise auf den Montag. Ich hätte mir tatsächlich eher was Flexibleres vielleicht mit anderen Tagen gewünscht und meinetwegen ja, Olli, auch gerne dann um 8 oder 9 Uhr. Also ich komme lieber am Dienstagmorgen um 8 Uhr hierhin, als am Montag extra für einen Kernarbeitskreis. Das ist dann halt eben einfach so. Aber das ist vielleicht dann halt ein persönliches Problem, was ich dann eben damit habe. Damit komme ich dann aber auch zu dem anderen Wunsch, den Thurso darin ja auch formuliert hat, was Mumble oder Videokonferenz oder was auch immer angeht. Das finde ich gut und ich glaube, das steht uns Piraten ja durchaus gut zu Gesicht. Ne? Also wir können das ja durchaus. Ich hoffe dann allerdings, dass das nicht dazu führt, dass dann letzten Endes doch der Großteil irgendwie Mumble ist. Das wäre dann vielleicht eher schlecht, aber also dass man zumindest irgendwie so eine Möglichkeit mal hat, wenn sich das irgendwie nicht anders einrichten lässt, dann eben technisch sozusagen daran teilzunehmen. Dann hat man auch die Geschichte mit Bürgerrechte oder Menschenrechte, da bin ich voll bei Thurso und würde mich eben stark dafür aussprechen, das Ding eben dann Menschenrechte zu benutzen, das Wort Menschenrechte zu benutzen. Darin sind Bürgerrechte gut drin enthalten. Ne, so ein Themenschwerpunkt, den wir halt eben dann tatsächlich auch hier beackert haben, ne, zum Beispiel eben Flüchtlinge, hat Thurso ja auch erwähnt, wäre dann in diesem Kernarbeitskreis auch gut aufgehoben. Da machen wir uns, glaube ich, auch nichts mit kaputt, weil das Thema Bürgerrechte passt da gut mit rein und ich glaube, wir fassen einfach die Klammer da so ein bisschen weiter. Ich glaube, das passt recht schick. Was mir insgesamt fehlt bei den Kernarbeitskreisen, das war eigentlich auch immer Konsens auf den Fraktionsklausuren. Ich weiß nicht, ich glaube, Olaf hatte das auch mal auf die Mailingliste geschrieben. Ich meine zumindest, Olaf wäre es gewesen. Das war so dieser Punkt Soziales, auf den wir uns da irgendwie auch mal verständigt hatten. Das ist irgendwie komplett hinten rübergefallen. Macht nichts, weil zumindest, wenn ich mich an meinen Ausschüssen hier orientiere, gehöre ich dann eben keinem Kernarbeitskreis an. So, und dann ist das für mich auch okay. Dann ist auch diese Montagsdiskussion für mich nicht so relevant. Olli. Gut. Ressourcen und Videos habe ich ja schon gesagt. Ich kann mich da eigentlich nur enthalten, weil ich das momentan nicht überblicken kann, ob wir das hinkriegen. Und ich möchte nicht beschließen, was man dann nachher wieder irgendwie auf der Mailingliste hinterhergetragen bekommt. Ich glaube, der Vorschlag, es umzubenennen in Menschenrechte, Bürgerrechte in Menschenrechte umzubenennen, funktioniert mit und meinen Änderungsanträgen zusammen. Es geht beides. Ich persönlich habe mir vorgestellt, dass Bürgerrechte tatsächlich viel mehr wirklich die Bürgerrechte sind und dass wir sowas wie die Flüchtlingspolitik dann konsequent in einem AK Aktuelles besprechen müssten als Fraktionsschwerpunkt, der dann halt zusätzlich dann besprochen wird, wenn es dann aktuell ist. Das ist jetzt eine
glaube ich, eine sehr individuelle Entscheidung, ob man das gerne praktisch dann noch mit diesem anderen Arbeitskreis zusammenfassen möchte. Kann ich mir vorstellen, ist allerdings, wir kriegen auch die Punkte Soziales, zumindest wenn man den aktuellen Arbeitskreis hat, sehr gut auch anders unter. Auch sie wirklich bespricht in dem Arbeitskreis und nicht nur nebenbei macht ohne Arbeitskreis. Ja, ich bin dran. Wir machen gerade was sehr Piratiges. Wir reden über den Namen eines Arbeitskreises statt über Inhalte, politische. Großartig. Namen sind Schall und Rauch. Wenn da steht Bürgerrecht und wir reden über Flüchtlinge, reden wir über Flüchtlinge in dem Arbeitskreis, der Bürgerrechte heißt. Dann ist das so. Aber von mir aus bitte Demokratie, Bürger und Menschenrechte, mir ist das völlig peng. Wenn da Leute glücklich werden mit, dass der Name geändert wird, soll das so sein. Ich habe zwei Anmerkungen. Punkt 1, was wir ja nicht mehr drin haben, was ja mal angedacht war, zumindest damals auf der großartigen gemeinsamen Fraktionsklausur, dass Anträge erst in Kernarbeitskreisen gewesen sein müssen, bevor sie in die Fraktionssitzung kommen. Das war das mit dieser juristischen, inhaltlichen Tralala-Prüfung, damit es nicht nochmal passiert, dass da irgendwas in der Verfassung steht und wir fordern irgendwie das Gegenteil. Das ist der eine Punkt, das ist nicht mehr drin. Das bedingt aber auch, dass man tatsächlich, und der Daniel hat es gerade gesagt, dass es wieder nicht die Kernarbeitskreise sind, also es sind wieder andere Arbeitskreise sozusagen, als sie angedacht waren, weil Daniel hat gerade gesagt, dann gehöre ich eben keinem Kernarbeitskreis an. Ursprüngliche Idee, man hat Kernarbeitskreise, möchte einen Antrag einbringen in die Fraktion, sucht sich einen dieser 5 Kernarbeitskreise raus, geht mit seinem Antrag dahin und sagt, so, das ist mein Antrag, dann wird darüber diskutiert, es wird geknurpselt und am Ende der fertige, überprüfte, ausgearbeitete Antrag kommt in die Fraktion. Der Gedanke ist natürlich tot, wenn wir uns nicht dazu entscheiden, und das ist jetzt die Abstimmungsvorlage, dass die Kernarbeitskreise obligatorisch sind für Anträge. Und dann kann ich auch mit genau dieser Haltung rangehen, auch wenn ich sie tatsächlich hier auf Schärfste kritisieren möchte, lieber Daniel, zu sagen, ja, dann gehe ich halt zu keinem Kernarbeitskreis, weil ich keinem angehöre. Ich weiß, was du damit sagen willst, aber ne, das wäre so die maximale Konsequenz. Ich gehöre keinem Kernarbeitskreis an, ich will irgendwas zum Thema Soziales machen, schade, das passt zu keinem dieser Namen, dann gehe ich mit meinem Antrag einfach direkt an die Fraktion. Das würde natürlich alles konterkarieren, wofür diese Kernarbeitskreise eigentlich stehen, und deswegen möchte ich darum bitten, dass das nicht passiert, dass keiner diesen Umweg nimmt und sagt, das mache ich jetzt einfach so. Pixus. Ja, bitte lasst den Namen Bürgerrechte, ich möchte zwar auch von glücklichen Menschen und auch Abgeordneten umgeben sein, aber das hat mit unserem Programm zu tun. Die Idee war die Fokussierung auf die Themen, die wir in unserer Programmatik immer herausgestellt haben. Da steht nun mal Bürgerrechte. Dass wir uns für Menschenrechte einsetzen, ist selbstverständlich, und deshalb lasst es dabei. Der Kerngedanke der Kernarbeitskreise war, eine Fokussierung unter bestimmte Oberbegriffe hinzukriegen. Und da gehören Bürgerrechte für mich zwingend rein. Deshalb möchte ich diesen Namen da drin haben. Und an Daniel, genau das ist das Verständnis. Also deshalb ist es gut, dass es mal gesagt wird, was ich befürchte oder was ich aber hoffe, was sich nicht durchsetzen wird. Jeder gehört mit seinem Themenbereich dazu. Die Idee ist nur, ein gemeinsames Dach zu schaffen und endlich eine Fokussierung der Fraktionsarbeit in der Gesamtheit hinzubekommen, die uns bisher nur mäßig oder nicht gelungen ist in Teilen. Und das ist eine Herausforderung, die thematische Arbeit da reinzupacken oder da reinzubringen. Es ist aber auch nicht so ein krampfhaftes Versuchen. Ich muss da jetzt aber auch noch mal eines dieser Stichworte drin haben aus meiner Sicht. Aber selbstverständlich gehört jeder Abgeordnete mit seinem Themenbereich aus meiner Sicht da rein, was nicht heißt, dass er zwingend jetzt teilnehmen muss. Das ist eine andere Geschichte. Aber dieses Verständnis wäre mir sehr wichtig. Und wenn das verloren geht jetzt in der Diskussion mit sowas, dann, ich wiederhole das jetzt, dann bin ich nicht dabei, dann wäre was falsch gelaufen. Dann wäre das Ziel nicht erreicht, mit der Kernarbeitskreisgründung verbunden ist, aus meiner Sicht. Dietmar. Ja, also ich möchte dem entgegenwirken, also zunächst mal danke für deinen Beitrag, Nixus. Ich möchte dem aber auch entgegenwirken, dass hier irgendwie was mit unter irgendwelche Begriffe falsch subsumiert wird oder in eine falsche Richtung läuft, von wegen Menschenrechte, Bürgerrechte, mir da was abbrechen zu wollen,
deine Worte finde ich ehrlich gesagt eine Frechheit, aber wir haben nämlich gerade keine inhaltliche Metadiskussion über die Frage Menschenrechte und Bürgerrechte gemacht, dann müssten wir die auch über Artikel 3 Grundgesetz aufmachen, insbesondere in Bezug auf Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz, und da möchte ich sehen, wer hier abkackt in der Diskussion. Und nämlich dann auch die Frage der Dietmar, darf ich dich bitten, nee, auf deine Sprache zu achten? Ach. Bitte. Das ist nett. Dass du musst nicht so aggressiv reden. Ausgerechnet du jetzt hier auf Sprache achtest, finde ich großartig. Danke dafür. Ja, ich hoffe, das bleibt dann auch so. Also ich wäre, um den Kompromissvorschlag zu machen, dafür, das Ding dann von mir aus Demokratie, Bürger und Menschenrechte zu betrachten. Ich habe nochmal in unser Wahlprogramm geguckt und in der Tat sind Menschenrechte und Bürgerrechte dort in einem relativ engen Zusammenhang genannt, wobei unter der Begrifflichkeitsrubrik Inneres und Justiz als oberstes tatsächlich die Achtung der Menschenrechte steht und als zweites erst als quasi Unterpunkt die Bürgerrechte. Also von daher wäre das ein Kompromissvorschlag, diesen Arbeitskreis von mir aus, wenn es am Namen hängt und auch die inhaltlichen Komponenten damit reingebracht werden sollten, Bürger und Menschenrechte zu nennen, wobei ich allerdings auch die Warnung aussprechen möchte, dass das eben nicht der Asylarbeitskreis oder Flüchtlingspolitikarbeitskreis werden soll. Denn da wäre ich dann tatsächlich dafür, einen weiteren Arbeitskreis zu machen, zumal der Bereich Ausländer, Asyl und Flüchtlingswesen auch nochmal ein gesonderter, sehr fetter Punkt in unserem Wahlprogramm darstellt. Danke. Olaf. Ich möchte auch einmal erstmal sagen, dass ich es sehr wichtig finde, dass wir jetzt darüber diskutieren. Das zeigt nämlich, das ist nämlich das Problem, irgendwann gehört dieser Antrag überhaupt hier in diesen Arbeitskreis. Und deswegen muss die Diskussion vorher geführt werden, die möchte ich nicht hinterher führen. Genau. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, Bürgerrechte und Menschenrechte ist eben zweierlei. Ja. Wenn ich es mir angucke, jeder Bürger hat Menschenrechte, aber nicht jeder Mensch hat Bürgerrechte. Also sind die Menschenrechte eigentlich eine Teilmenge der Bürgerrechte. Jetzt können wir sagen, okay, wir nehmen nur den großen Haufen und trotzdem sind mit den Bürgerrechten dann nicht die Menschenrechte gemeint. Und wenn ich jetzt gerade bei den Kinderrechtsfragen gehe, das sind Menschenrechte, das sind keine Bürgerrechte. Ich mache jetzt auch zum Teil Politik, dass Kinder Bürgerrechte bekommen sollen. Aber da geht genau die Sache. Und dass diese Diskussionen nicht irgendwann losgehen, das ist doch was ganz anderes. Müssen wir uns da jetzt irgendwo klären? Also entweder hier, die Überlegung jetzt gerade wegen Asyl, Flüchtlingen, jetzt eventuell sogar nochmal neuen aufzumachen oder so, ist nämlich, das würde ich unter Umständen derzeit vielleicht am ehesten unter Aktuelles stellen. Und ich finde es nicht falsch, dass wir so einen Arbeitskreis, wie wir den dann immer benennen, man muss den ja dann nicht in jeder Mail tierisch ausschreiben, aber dass er dann, wenn er jetzt schon genommen wird, auch wirklich richtig beschrieben wird. Und dann sollte mindestens er aus diesen drei Wörtern bestehen, Demokratie, Menschenrechte und Bürgerrechte. Weil ich möchte die Menschenrechte da nicht raushaben. Und die finde ich auch wichtig zu nennen, weil das sind nochmal ganz andere Rechte. Und das sind auch ganz andere Problematiken, die sich da ergeben. Zwischen Bürgern und Menschenrechte. Menschenrechte sind nur jetzt mal, es ist meistens Staatsvertragsklamotte, während die Bürgerrechte nur hier intern sind. Ja, da haben die anderen Staaten eigentlich nichts mit zu tun und so weiter. Also man sollte das auch trennen. Lukas, dann Olli. Also mir ist es relativ egal persönlich, wie die heißen. Hauptsache, ich kann so in etwa sehen, was dort abgebildet wird. Für mich ist diese Bezeichnung der Arbeitskreise keine grundsätzliche politische Aussage zur Ausrichtung der Parteifraktion oder sonst irgendetwas. Ich bin allerdings etwas verunsichert. Da danke ich dir nochmal, Michel, dass du das irgendwie nochmal aufgegriffen hast, weil ich habe diese Arbeitskreise so verstanden, dass wir tatsächlich mit unseren politischen Ideen und Input oder halt auch eben Presse, Berichterstattung, Blogs, wie auch immer, in diese Arbeitskreise gehen aus unseren Themen und diese in diesen Arbeitskreisen reflektieren lassen und halt auch eben mit dieser Kernthemenausrichtung dann auch abgleichen und überlegen, wie können wir halt diese Idee, dieses Anliegen, dieses aktuelle Ereignis auf unsere Kernthemen runterbrechen und dann daraus Anträge entstehen zu lassen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das alle dann halt auch tatsächlich so sehen, weil auch der Wortbeitrag von Daniel hat mich verunsichert, weil ich denke, wenn wir nicht alle die einheitliche Sichtweise haben auf das, was wir da vorhaben, dann führt es zwangsläufig zu Konflikten. Das heißt, ich weiß in dem allerersten Beschlussempfehlung war auch ausformuliert, dass jeder Abgeordnete sich mindestens einen Arbeitskreis aussucht, den er fest besucht. Mich würde interessieren, ob das immer noch so ist nach den vielen Änderungen. Ich habe da keinen Überblick mehr, weil ich fand das eigentlich eine sinnvolle Vorgabe.
Und ich könnte mir vorstellen, dass dann halt da auch tatsächlich was entsteht, wenn man das so sieht. Olli? Danke. Ich habe tatsächlich Bürgerrechte ein bisschen enger gesehen und schön hier Grundgesetz und Landesverfassung und sowas den Fokus drauf gesehen und habe die Flüchtlingsproblematik alleine oder die Flüchtlingspolitik, Entschuldigung, alleine ist für mich jetzt kein Grund gewesen, das unbedingt in diesem Arbeitskreis zu behandeln, sondern habe ich gedacht, unter Aktuelles passt das auch gut, ohne jetzt das zurückzustufen zu wollen. Olaf hat mir aber gerade, und das möchte ich euch sozusagen kundtun, gerade ein Argument geliefert, warum das Sinn macht, das Ding am liebsten dann am Ende Demokratie, Bürger und Menschenrechte zu nennen, also alles drei, weil gerade der Bereich Kinderrechte da perfekt mit allen drei Stichpunkten harmoniert. Und nun, wir haben ja nun den Bereich Kinderrechte bei uns und haben da schon einige Anträge gemacht. Das ist also praktisch Praxis. In der Praxis wird dieses Problem sonst auftauchen, wo man das macht. Und ich finde es gut, dass wir hier drüber sprechen, wo man denn die Mehrzahl unserer Anträge einordnen kann, auch wenn natürlich nachher die Praxis zeigen muss, wo sich hin sich die einzelnen Ausschüsse orientieren, wo sie praktisch ihre Lieblingsarbeitskreise haben. Und, aber genau so ist das ja auch gewollt, dass man darüber nachdenkt, wo passt es denn hin. Das ist der Sinn und Zweck dieser Arbeitskreise. Ich hoffe auch, dass die meisten Anträge da wirklich durchgehen. Und ich denke, dass uns das auch gelingt, zumal wir ja dann einen wöchentlichen Rhythmus haben. Ich habe mein Herz für Raucher. Wir haben 9:55. Ich würde jetzt noch einmal sagen, 9:55, Entschuldigung. Ich würde jetzt noch einmal aufrufen, wer zu dem Thema noch was sagen möchte, möge sich melden und dann würde ich die Rednerliste an dem Punkt mal zumachen. Wir haben jetzt noch drei Wortmeldungen, den Daniel, die Monika und mich. Und den Nixus haben wir noch. Gut, dann Daniel. Danke. Ich möchte nur gewährleisten, dass ich nicht falsch verstanden werde, was ich vorhin gesagt habe. Also ich interessiere mich sogar für alle vier Kernarbeitskreise. Denn das sind ja zweifellos die Kernthemen, für die wir als Piraten irgendwo angetreten sind. Ja? Gar keine Frage. Ja? Also ihr habt sogar durchaus Interesse, den ganzen Montag in den Arbeitskreisen zu sitzen. Aber die praktische politische Arbeit hier gestaltet sich nun mal irgendwie anders. Und wir haben als Fraktion eben nach wie vor nicht die Entscheidung getroffen, gewisse Dinge liegen zu lassen. Wir haben eine gewisse Priorisierung in der Öffentlichkeitsarbeit vorgenommen und so weiter und so fort. Das ändert aber rein gar nichts an meiner Arbeit, die ich mit meinen Ausschüssen irgendwie zu tun habe. Denn die ist dadurch gleich geblieben. Ne? Das Einzige ist, ich muss mich nicht darum kümmern, vielleicht noch, dass noch eine zusätzliche Pressemitteilung oder sowas irgendwie rausgeht, weil das dann möglicherweise eben kein Kernthema ist. So, die Frage, die ich mir einfach stelle, ist, oder ich versuche es konkret zu machen, wenn ich jetzt einen Antrag schreibe, der irgendwie was mit Jugendbeteiligung zu tun hat, ich nehme mal ganz aktuelle Themen, die wir halt in den Ausschüssen bereden, die was mit Jugendbeteiligung zu tun hat, dann kann ich den Antrag gerne in den Kernarbeitskreis Demokratie packen. Da passt er wundervoll rein. Wenn ich aber einen Antrag zu einem der größten Themen im familienpolitischen Landesthema verfasse, nämlich zu Kindpauschalen, also zur Kita-Finanzierung, dann geht er in keinen Kernarbeitskreis. Ich will das an der Stelle einfach nur festhalten. Ich setze mich dann auch nicht damit in irgendeinen Kernarbeitskreis, der damit einfach nichts zu tun hat. Wenn ich denn überhaupt, ja, wenn es denn den AK Aktuelles gibt, gerne. Deswegen, da habe ich ja vorhin schon gesagt, ich bin da sehr, sehr für Ollis Änderungsvorschlag. Aber noch, oder der ursprüngliche Vorschlag waren ja eben diese vier Zuschnitte. Also ich will einfach nur noch mal sagen, es ist nicht so, dass ich dann einen Antrag schreiben möchte, der irgendwie an den Kernarbeitskreisen vorbeigeht. Aber es wird ganz einfach zwangsläufig passieren. Und zwar wird es denen passieren, die eben Ausschüsse hier betreuen, die eben nicht Kernthema sind. Ja, das ist eben einfach so. Ich finde auch, ich meine, wir hätten auch so einen gewissen Schwerpunkt seinerzeit, was Bildung angeht, da irgendwie mit gehabt. Das verstehe ich auch, da verstehe ich auch die Piraten eigentlich so, aber okay.
das fehlt jetzt da auch. Also alles, was mit Schulpolitik ist, Moni, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Querschnitt zu digitaler Revolution oder irgendwie sowas hat, das läuft halt eben nicht über die Kernarbeitskreise. Dann noch den Punkt, also verpflichtender Kernarbeitskreis, klar, die Intention finde ich irgendwie sinnvoll und gut, aber da muss ich ganz klar für mich sagen, ja, sorry, ich komme zum Ende, Frau Präsidentin, da muss ich ganz klar für mich sagen, das werde ich mir dann angucken. Also klar werde ich mir am Anfang einen Kernarbeitskreis aussuchen. Wenn da aber die ganze Zeit Dinge besprochen werden, die halt mit meiner Praxis hier, wie ich Politik hier zu machen habe oder machen muss, nichts zu tun hat, dann muss ich mich halt irgendwann fragen, ob ich mir die Stunde nicht lieber schenke. Ja. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Landesregierung ihre Redezeit um 28 Sekunden überzogen hat. Moni ist dran. Ich neige nicht dazu, meine Redezeit zu überziehen. Also ganz kurz, Daniel, sehe ich genauso. Ich habe ein Problem beim letzten Antrag schon, weil er in keiner dieser in diese Rubriken nicht passte und ich nicht wusste, was ich tun soll. Ich sehe das dann schon, dass ich mit Anträgen gucke, wo passt das jetzt rein, wo gehe ich da hin. Und das ist so ein bisschen mein Problem, weil ich es wichtig finde, dass das eine konstante Gruppe ist, die da arbeitet. Ich finde das schwierig, wenn ich jetzt irgendwie in wechselnde Gruppen gehe, weil ich hoffe ja mal, dass da Arbeitsprozesse in Gang gesetzt werden, die länger dauern als eine Sitzung. Insofern fände ich schon auch eine Zuordnung wirklich zu einem Arbeitskreis sinnvoll. Und das kommt gleich aber nochmal unter Sonstiges. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung auch mit dieser Verantwortung, ein MDL übernimmt die, dass das dazu führt, dass wir wieder hier 3-4 Leute haben, die dann, sage ich mal, hier die Verantwortung übernehmen. Wenn ich sehe, im Mumble sitzen, ne, maximal noch 4 Leute, der Rest hat mit nichts mehr was zu tun. Wir brauchen also unbedingt irgendeinen Mechanismus, dass sich, sage ich mal, das wirklich auf viele Schultern verteilt und nicht immer die gleichen da stehen, weil sie sich halt irgendwie verantwortlich fühlen und dann die Arbeit da übernehmen. Okay, dann ich kurz. Ich habe 2 Dinge. Erstens Anwesenheitspflicht. Nein, ich glaube, Oliver, was der gerade gefragt hat, nein, ist nicht mehr drin tatsächlich. Würde sich oder beißt sich auch im Ganzen ein bisschen mit, wer kommt, der kommt in der sitzungsfreien Zeit. Das steht da ja sogar wortwörtlich drin. Ne? Wer da ist, ist da. Das beißt sich übrigens auch mit, wir verpflichten die Referenten an 2 Arbeitskreisen teilzunehmen. Aber das soll meiner Meinung nach alles kein Hinderungsgrund dafür sein, dass wir es einfach ausprobieren sollten. Und dann kann man immer noch an den Schrauben drehen und kann tatsächlich das so anpassen, wie es passt. Ein letzter Punkt zu diesen Geschichten Bildung oder auch Kindpauschale und so weiter. Ja, das mag jetzt in keinen Kernarbeitskreis reinpassen, aber ich gehe mal davon aus und ich hoffe mal, dass mit der Einführung der Kernarbeitskreise die jeweiligen Ausschussarbeitskreise, nenne ich es mal, also diese Vorbereitung auf den Ausschuss und so, die sind ja damit nicht weg. Also man bereitet sich ja trotzdem auf seine Themen vor. Dass das dann nicht in diese Arbeitskreise passt, ja, das ist in Ordnung. Das heißt nicht, dass das Thema dann tot ist. Nein, musst du nicht. Das haben wir ja nicht mehr drinstehen. Es ist nicht mehr obligatorisch, vorher in einen Kernarbeitskreis zu gehen. Und damit, das ist ja auch der Grund, eben das ist der Grund, weil sonst müssen wir 10 einrichten und dann würden wir trotzdem irgendein Thema vergessen. Das Einzige, was ich noch sagen kann dazu ist, wir waren gerade bei diesem Thema Aktuelles, ich sehe diesen Kernarbeitskreis Aktuelles dann auch, wenn es denn dringlich ist, ein Thema aus dieser Vorbereitung der Ausschusssitzung rauszunehmen und aus diesem, ich nenne es mal Familie-Kinder-Jugendarbeitskreis, den ihr ja im Kleinen habt, in einen Kernarbeitskreis zu kippen, dann ins Thema Aktuelles, dann müssen wir ihn bitte umbenennen, dann heißt er Aktuelles/Sonstiges. Also, ne? Also du weißt, was ich damit meine. Ja, nein, das darf natürlich Aktuelles heißen, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn es in den Kernarbeitskreis muss, wenn man was ganz Aktuelles in der Entwicklung hat, ja, dann gibt es dafür nach der Änderung von Olli durchaus einen Arbeitskreis. Der Nixus noch. Ganz kurz, ich lasse mich immer gerne überzeugen. Der Olaf hat mich durchaus überzeugt, auch wenn ich hier gar kein Stimmrecht habe, aber das finde ich gut. Was die Namensgebung anbelangt, ich finde sehr gut, der Konflikt oder die Probleme, die ja nochmal aufgezeigt werden, der Lukas hat für mich sehr schön formuliert, was die Kernidee der Arbeitskreise ist, eben die Fokussierung unter diese Themen, um die Wahrnehmung der Fraktion in ihrer gesamten politischen Arbeit zu stärken. Das ist das, worum es ging. Das hast du sehr gut rübergebracht und ihr beide habt völlig zu Recht und auch völlig nachvollziehbar die Problematik, die damit verbunden ist, formuliert. Aber es geht ja gerade darum, diese Problematik zu lösen. Ja? Nein, niemand kann und will und wird, also denke ich, euch irgendwie eure thematische Arbeit innerhalb der Ausschussumgebung wegnehmen wollen oder sie verändern wollen. Aber die
die Idee ist eben, sie so weit vielleicht zu ändern, anzupassen, dass sie eher in dieses Gerüst reinpasst und dann eben insgesamt auch eure Arbeit zur Wahrnehmung beiträgt. Das ist die Idee. Und wenn dann mal ein Antrag, der jemandem wichtig ist, irgendwie da nicht reinpasst, dann wird er halt gestellt werden, wird halt nicht diesen Beitrag leisten zur Verstärkung der öffentlichen Wahrnehmung der gesamten politischen Arbeit oder der Fokussierung der Piratenfraktion und Partei auf bestimmte Themen, dann ist das aber auch egal. Das ist ja gar kein Problem. Und ansonsten gilt eben noch, dass ja gerade die Idee der Öffnung mit diesem Kernarbeitskreis zusätzlichen Aktuelles da war zu sagen, dann haben wir auch eine Gruppe, wo darüber diskutiert wird und man kann da reingehen und man hat nicht diese strikte, diesen Zwang zu sagen, wo muss ich jetzt rein mit meinem Antrag. Wenn der gut ist, wird der gestellt und dann wird der auch eine Wirkung haben, auf jeden Fall. Nur ist der Beitrag dann vielleicht nicht so, wie er gedacht war oder der Impact nicht so hoch, wie er gewünscht ist. Und das wollen wir ja gemeinsam erreichen, die Gesamtwahrnehmung zu steigern. Gut. Das zu diesem Tagesordnungspunkt 6 und den Änderungsanträgen. Ich werde jetzt die Sitzung unterbrechen und zwar bis 20 nach. Dann haben wir eine Viertelstunde Pause. Dann könnt ihr euch auch gerne noch mal beim Rauchen über die Änderungsanträge unterhalten. Danach machen wir einen kleinen Abstimmungsmarathon. Viel Spaß. Ich wieder öffne mal die Sitzung. Wir sind nämlich jetzt genug Leute. Schlussfähig. So. 12.22 Uhr. Ja, mein Gott, das mit diesen Uhrzeiten, das ist, wenn man so wenig Schlaf hat. Der Frank möchte was sagen. Nein, er möchte nichts sagen. Der Olli möchte was sagen. Vor dem Abstimmungsmarathon. Mir ist in der Pause noch zugetragen worden, dass vielleicht die Sache, was macht denn jetzt so ein MDL mit Änderungsantrag 4? Wozu ist denn jetzt so ein Abgeordneter gut? Das stellen sich viele natürlich generell, aber wozu ist denn gut, was denn dieser Änderungsantrag 4 da bedeutet? Der Abgeordnete, der sozusagen politisch zuständig für so einen Ausschuss ist und der Berichterstatter für die Fraktion ist, der hat, wenn alles gut läuft und sein Team gut ist, eigentlich nicht wirklich viel jetzt an der Stelle zu tun. Es läuft im Normalfall so ab, dass natürlich die Fachabgeordneten ihre Anträge haben und die Fachabgeordneten auch ihre Anträge vorstellen und ihre Anträge in den Arbeitskreis geben, dort diskutieren lassen und nachher auch vorstellen. Gelegentlich wird es mal Anträge geben, die aus dem Referentenkreis kommen, vielleicht im Auftrag des Vorstandes, wo es dann sehr praktisch ist, wenn man einen weiteren Abgeordneten hat, der über den Antrag etwas sagen kann. In der Praxis läuft das so ab. Der Abgeordnete ist entweder selbst in der Sitzung oder er ist der Ansprechpartner für die organisatorische Leitung des Arbeitskreises oder für die Anträge geschrieben haben. Die wissen dann ganz genau, die erzählen jetzt nicht irgendjemandem, was mit dem Antrag ist. Die werden das auch nicht irgendwie jetzt nur zum Beispiel an Grumpy erzählen, der sowieso den ganzen Tag sehr viel erzählt bekommt, vermutlich, sondern die können sich konkret an diesen einen Abgeordneten wenden oder seinen Stellvertreter, wenn wir den noch hätten, an diesen einen Abgeordneten, der politisch zuständig für den Arbeitskreis ist und sagen, hier, da ist noch ein Antrag, dazu gab es dies und jenes im Arbeitskreis, musst du wissen und damit du gebrieft bist, hier noch die Information dazu, hast du noch Rückfragen und dann weiß der Mensch Bescheid. Das ist also praktisch der Ansprechpartner wiederum für die Referenten, für den Fall, dass es eben jetzt kein Fachabgeordneter sowieso diesen Antrag vorstellen kann. Diese Person zu haben, ist insofern wichtig, diesen Abgeordneten zu haben, ist insofern wichtig, damit dazu dann jemand auch politisch so die Hintergrundinformationen vermitteln kann. Das ist im Grunde in der Praxis schon alles. Also jetzt keine Angst, dass da jemand praktisch mit so einem Arbeitskreis einen zusätzlichen Ausschuss bekommt. Ich weiß auch, bei der SPD und anderen Fraktionen
ist es so wie bei uns bei den letzten Arbeitskreisen auch, da leitet ein Abgeordneter auch einen Arbeitskreis und das zählt manchmal schon fast so als Ausschuss. ist bei uns in der Form nicht. Deshalb, also politisch zuständig und Berichterstatter, das sind die richtigen Worte. Wenn es da noch Rückfragen gibt, wenn das noch jetzt immer noch unklar war, sagt Bescheid. Ja, aber ich bin ja schon jetzt 20 Sekunden drüber, deshalb geht das nicht, sonst würde ich das gerne tun. Ich kann natürlich auch ewig reden, das weißt du. Okay. Sitzungsgeld war Änderungsantrag 8, galt aber nur für die Referenten. Das ist jetzt aber komisch hier mit der Mayo. Naja, ich mache mal so. Dann kommen wir jetzt zu unserem Abstimmungsmarathon, es sei denn, jemand hat noch zu irgendeinem Punkt was zu sagen, aber eigentlich haben wir alles durchdiskutiert. Nein, ich rufe gar nicht mehr das Wort dafür auf. Wir stimmen jetzt ab und zwar über, nein, Entschuldigung, erst muss ich ein Meinungsbild einholen und zwar über den Änderungsantrag 1. Der Oliver hat gesagt, er hat nichts dagegen, wenn der AK Arbeitskreis für Demokratie, Bürger und Menschenrechte heißt. Ich hätte gerne ein Meinungsbild. Wer dafür ist, dass der Arbeitskreis Arbeitskreis Demokratie, Bürger und Menschenrechte heißt, möge jetzt die Hand heben. Wer dagegen ist und dafür ist AK Demokratie und Bürgerrechte, das frage ich gleich ab. Also jetzt Arbeitskreis Demokratie, Bürger und Menschenrechte. Wer möchte diese Umbenennung haben? Das ist übrigens Approval, ihr könnt euch wieder zu beidem melden. Ja, ist jetzt hier Meinungsbild, ist ja keine Abstimmung. 2, 5, 5, 4, 6, 8, 9. Und jetzt eben die Frage, wer möchte, dass es bleibt, wie es ist, oder wer kann damit leben, dass es bleibt, wie es ist? 1, 2, 3, 4. Dann stelle ich hiermit zur Abstimmung den Änderungsantrag 1. Die Arbeitskreise Demokratie und Bürgerrechte werden zum Arbeitskreis Demokratie, Bürger und Menschenrechte zusammengelegt. Ist jemand gegen diesen Änderungsantrag? Das ist nicht der Fall, dann haben wir das so beschlossen. Änderungsantrag 2, der ja dann auch gestellt werden kann. Es soll ein Arbeitskreis Aktuelles etabliert werden, der montags von 12 bis 13 Uhr, also als erster Arbeitskreis, tagt. Achso, ich halte mich an diese komische Satzung. Wir waren übrigens gerade 12 Leute und sind jetzt 13. Ah ja. Das muss ich ja mitteilen. So. Also. Änderungsantrag 2, Arbeitskreis Aktuelles von 12 bis 13 Uhr, der diesen frei gewordenen Slot benutzt. Wer dagegen ist, der möge sich jetzt melden. Auch das ist nicht der Fall. Änderungsantrag 3, jeder Arbeitskreis hat eine organisatorische Leitung und einen Stellvertreter und die sollen möglichst frühzeitig für die Arbeitskreise eine Tagesordnung erstellen und versenden, vorbereiten, moderieren, nachbereiten. Wer gegen diesen Änderungsantrag ist, der möge sich jetzt melden. Auch das ist nicht der Fall. Änderungsantrag 4. Abgeordnete als Berichterstatter jeweils ein MDL ist fest für einen Arbeitskreis politisch zuständig und verantwortlich, unabhängig von der organisatorischen Leitung des Arbeitskreises, wie auch gerade nochmal erläutert von Creon. Wer gegen diesen Antrag ist, der möge sich jetzt melden. Ist kein Meinungsbild, es sind jetzt Abstimmungen. Da ist noch keine Enthaltung, sondern dagegen. Nein, das ist bei dagegen. Dann frage ich, wer enthält sich bei diesem Punkt? Simone, Moni. Halt mal diese neue Figur. Der Frank war noch dagegen, wird mir gerade signalisiert. Okay. Gut, dann frage ich jetzt mal ab, wer ist für diese Änderung? Und Olli. Gut, dann ist der Änderungsantrag nicht angenommen. Ich frage jetzt zur Sicherheit nochmal, wollte sich irgendjemand bei den Punkten 1, 2 oder 3 enthalten? Gut. Das auch, hätte es natürlich anders fragen müssen. Dann Änderungsantrag 5. Neben den Mitgliedern der Fraktionen haben auch die Arbeitskreise eine fraktionsinterne Initiativmöglichkeit der Fraktionsversammlung, Anträge zur Abstimmung vorzulegen.
Wer gegen diesen Antrag ist oder sich enthalten will, möge sich jetzt melden. Gibt es jemanden? Den gibt es nicht, dann haben wir das einstimmig angenommen. Änderungsantrag 6. Den muss ich jetzt erstmal suchen. Nee, Quatsch, der stand nur im Pad, ne? Ah, super. Also arbeitskreislose Tage. An den folgenden Tagen findet keine Arbeitskreissitzung statt. 28.12.2015, 26.12.2016 sowie an Feiertagen. Zum Beispiel Ostermontag und Pfingsten, damit das keine abschließende Aufzählung ist, lieber Daniel. Ich hoffe, dass ich das damit fixen konnte. So. Wer gegen diesen Vorschlag ist, möge sich jetzt melden. Oder wer sich enthalten will, möge sich jetzt melden. Dann haben wir das auch einstimmig abgestimmt. Und dann sind wir noch bei Änderungsantrag Nummer 7. Kurz blättern hier. Der Begriff Öffentlichkeitsarbeit soll zu den Zielen der Kernarbeitskreise hinzugefügt werden, sodass der neue Satz, die Aufgabe besteht jetzt und so weiter, darin lautet: Die Aufgabe steht jetzt darin, die beschlossenen Kernthemen in konkrete Parlaments- und Öffentlichkeitsarbeit umzusetzen. Wer dagegen ist oder sich enthalten möchte, möge sich melden. Auch das ist einstimmig. Wer ist gegen Weltfrieden? Was ist das für eine komische Frage? Warum muss ich die stellen? So, jetzt kommen wir zu Tosus-Anträgen. Wiederherstellung der Verbindung. So. Erster Punkt, Toso. Die Arbeitskreissitzung der Kernarbeitskreise finden nur in ausschussfreien Wochen statt. Oder wortwörtlich, nur in den Wochentagen, in denen keine Ausschusssitzungen vorgesehen sind. Wer gegen diesen Antrag ist, der möge sich jetzt melden. Wer ist für diesen Antrag? Wer möchte sich enthalten? Damit ist... Ja, alles gut. Hauptsache, ihr kopiert jetzt nicht hin und her, dann bin ich nämlich gleich hier durcheinander. Ja, jetzt müssen wir umgezogen werden. So, einmal korrigiert. Weiter geht's. Okay. Zweiter Vorschlag von Toso. Die Möglichkeit einrichten, per Mumble und oder Videokonferenz an den Sitzungen teilnehmen zu können, Klammer auf, nach technischer Prüfung, die natürlich klar gemacht werden muss, was eine Videokonferenz angeht. Mumble sollte ja kein Problem sein. Also, wer dafür ist, dass zusätzlich die Möglichkeit eingerichtet werden soll, an den Kernarbeitskreisen per Mumble teilzunehmen, der möge sich jetzt melden. Wer dafür ist... Wer ist dagegen? Wer möchte sich enthalten? Deswegen nach technischer Prüfung. Okay, und ich glaube, den dritten Punkt können wir theoretisch fallen lassen. Ich stelle ihn jetzt trotzdem zur Abstimmung, und zwar so, dass ich sage, die soeben beschlossene Änderung, den Arbeitskreis 1, Demokratie, Bürger und Menschenrechte zu nennen, könnte man ja jetzt auch umbenennen in Demokratie, Menschen und Individualrechte.
Doch, kann man, das ist der Antrag. Und deswegen stelle ich das, nee, Entschuldigung. Doch, genauso. Also, die Umbenennung des ersten Arbeitskreises, das wäre dieser Antrag sozusagen übersetzt, von Demokratie, Menschen und, Quatsch, Demokratie, Bürger und Menschenrechte in Demokratie und Individualrechte. Das wäre das, was Tose da beantragt. Wer dafür ist, dass wir diesen Ausschuss so umbenennen, der möge sich jetzt melden. Wer ist dagegen, dass wir den Ausschuss so umbenennen? Wer enthält sich? Damit ist der Beschlussvorschlag abgelehnt. So, das waren alle unsere Abstimmungen. Ich hoffe, ich habe keine vergessen, aber so wie es in meinem Pad aussieht hier, kann ja immer mal eine komische Version haben. Dann wären wir jetzt vor Top 7 und holen... Was? Ach so, oh, jawohl, Herr Vize-irgendwas-Präsident. Okay, jetzt müssen wir natürlich noch eine Gesamtabstimmung machen. Herr, wie heißt das denn hier? Nein, hier Direktor des, der Fraktion. Also, wir müssen jetzt eine Gesamtabstimmung machen, sagt der Direktor der Fraktion, ob der so geänderte Antrag, weil wir haben ja bis jetzt nur Änderungsanträge beschlossen, in seiner Gesamtheit dann auch angenommen werden soll. Und die geänderte Version von Creon findet ihr hier. Ihr müsst nur die Teile rausnehmen, die wir negativ abgestimmt haben. Also, wer dafür ist, dass wir den so geänderten Antrag jetzt annehmen, der möge sich bitte melden. Jetzt sagt der Frank doch auf. Der Daniel immer noch nicht. Der Nico hat die Hand wieder runtergenommen. Daniel fehlt Soziales. Okay. Man sieht es nicht so richtig, aber gerade noch die Hand oben. So, wer ist dagegen, die Arbeitskreise so einzusetzen, den Antrag so umzusetzen? Wer enthält sich? Gibt es jemanden, der noch nicht abgestimmt hat, sich enthalten möchte? Nein? Gut. Dann ist der Antrag so angenommen. Und dann kommen wir jetzt aber, weil wir vor Top 7 sind, zu dem Antrag von Frank, der kurz sagen möchte, was er... Ja, ja, ich hatte eben schon gesagt, das ist, mein Pad leider aus. Bitte einmal hochscrollen, dann kann ich es nochmal vorlesen. Der Titel wieder jetzt heißt, was haben wir denn? Noch ein Stück? Irgendwas mit 100, noch was, 140. Da kommt es, 149. So, der Titel heißt jetzt Transparenz über staatliches Handeln im Internet, nachhaltige Online-Verfügbarkeit für NRW schaffen. Da wird das Wort Archiv ist raus. Und in den Beschlusspunkten ist eigentlich nur konkretisiert, dass es um die Webseiten der Landesregierung geht. Und beim Beschlusspunkt 1 ein einheitliches Konzept für die Verfügbarkeit und Durchsuchbarkeit, nicht ein einheitliches Konzept für die, dass man den Eindruck hat, dass jetzt die ganze Gestaltung immer ein einheitliches Konzept verfolgen sollte, sondern rein technisch auf die Verfügbarkeit und Durchsuchbarkeit bezogen. So soll das verstanden werden. Diese Änderungen sind gemacht worden im ursprünglichen Antrag, mehr nicht. Und ja. Fragen? Gut, gibt es Fragen zu dem Antrag? Anmerkungen zu dem Antrag? Wer ist dagegen, dass wir diesen Antrag so fürs nächste Plenum stellen? Dann möchte sich jemand enthalten? Okay, dann
haben wir diesen Antrag einstimmig so auch fürs nächste Plenum übernommen. Dann kommen wir jetzt zu Top 7. Top 7 Sonstiges. Erstens die Rückfrage an die Fraktion zu einem möglichen verkürzten Verfahren im Bereich unbegleitete Flüchtlinge. Olaf. Minderjährige, genau. Genau. Also es hat letzte Woche eine Obleuterunde mit der Ministerin gegeben, wo sie uns ganz kurz die Rahmen bzw. die Gesetzesänderungen, die jetzt auch aufgrund des im Bund geänderten Gesetzes hier möglich bzw. auch zwingend nötig sind, wenn man noch gewisse Dinge selber regeln will, also wenn man da nicht komplett von den Regelungen vom Bund abhängig ist, also einen gewissen Spielraum haben die Länder da, vorgestellt worden. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier die richtige Runde ist, das jetzt komplett hier auszumachen. Das ist der größte Unterschied ist der, was bis jetzt immer war, dass sobald ein Jugendlicher irgendwie einem Jugendamt zugeordnet war, ich sage es jetzt mal etwas salopp, ist dieses Jugendamt diesen Jugendlichen nie wieder losgeworden, selbst wenn es mal im Interesse des Jugendlichen gewesen wäre, ihn eventuell in eine andere Stadt zu bringen. Die Möglichkeit gab es nicht bis jetzt. Es ist ein Schlüssel vereinbart worden, wie die Jugendlichen auf die einzelnen Kommunen verteilt werden. Das heißt, jede Kommune kann bis zu 15% über diesen Schlüssel verpflichtet werden, diese Jugendlichen aufzunehmen. Erst ab den über 15%, erst dann kann die Kommune Nein sagen. Beziehungsweise erst dann wird sie aus einer Liste gestrichen, wo sie keine neuen Zuweisungen bekommt. Das sind eigentlich die wichtigsten Punkte. Die Ministerin hat direkt darum gebeten, ob wir das Ganze in einem schnellen Verfahren machen können. Schnelles Verfahren wäre in diesem Fall die Verzichtung auf eine Anhörung, weil die das dann wirklich innerhalb von einer Woche, also noch alle beiden Lesungen mehr oder weniger in einer Woche durchziehen wollen und unter Umständen dafür eben nur ganz kurz eine, ja, ich sag mal, Proforma-Ausschussrunde auch einsetzen wollen. Prinzipiell habe ich erstmal Zustimmung signalisiert, immer und alles natürlich unter dem Vorbehalt, dass ich das noch natürlich mit der Fraktion absprechen muss. Obwohl ich ein bisschen skeptisch bin, weil die Argumentation ich ein bisschen skurril finde, denn das Problem, dass es ja mal für das Interesse des Jugendlichen sein könnte, ihn doch in eine andere Stadt zu bringen, hätte es auch eigentlich früher geben müssen, nur früher ist genau mit einer anderen Sache auch aufgrund der Kinderrechte argumentiert worden, sondern dass es eben nicht passieren darf, dass das Wohl des Kindes ist, dass es nicht passieren darf. Ist da ein bisschen schwierig. Trotzdem würde ich dafür plädieren, sich in der Frage jetzt bei dem Grund des schnellen Verfahrens, egal ob wir dem Antrag auch sogar hinterher zustimmen oder so oder nicht, nichts dagegen zu unternehmen, also das schnelle Verfahren mitzutragen, egal wie wir uns wirklich jetzt im Einzelnen zu dem Antrag verhalten, weil ich glaube nicht, dass wir damit irgendetwas irgendwo gewinnen können, wenn wir das einen Monat rausziehen und gehandelt werden muss. So viel ist auch allen klar. Und ob man besser handeln kann, kann man immer sagen, solange keine ganz, ganz groben Sachen drin sind, der Gesetzentwurf liegt eben noch nicht vor, sollten wir das machen. Eine zweite Bedingung, die ich auch noch gestellt habe, ja, wir kriegen diesmal den Antrag bzw. den Gesetzentwurf viel früher als sonst, sondern nämlich sobald er im Kabinett beschlossen wurde, kriegen wir den mit den Aussagen von den Anhörungen, die die Regierung schon gemacht hat, also mit den ganzen Sachverständigen dazu. Dann ist uns zugesagt, oder auch allen Oppositionsparteien zugesagt worden, dass es dann auf Wunsch immer wieder ein Treffen geben kann, wo wir Fragen stellen können und dass auch alle Fragen sehr, sehr schnell vom Ministerium beantwortet werden sollen. Das habe ich noch als zweite Bedingung gemacht, dass wir natürlich immer komplett die Informationen haben müssen, dass die Informationen früh genug kommen müssen, damit wir uns dann natürlich irgendwie darauf einstellen können, die Sachen durchlesen können, die unter Umständen überprüfen können. Das ist alles bis jetzt zugesagt worden. Ich bin jetzt heute Morgen nochmal angesprochen worden, also das scheint denen wirklich sehr, sehr wichtig zu sein, vom Herrn Jörg von der SPD, ob wir dem zustimmen. Und deswegen möchte ich jetzt die Fraktion fragen, ob wir dem so zustimmen oder ob ihr uns, das heißt Daniel und mir, da freie Hand lasst,
wie wir damit umgehen werden. Oder wenn jetzt noch Rückfragen sind, natürlich auch ganz klar. Ich könnte jetzt ziemlich in die Tiefe gehen, glaube ich, aber ist hier jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für. Der Grumpy, jetzt achte ich wieder auf die 3 Minuten, keine Angst. Dankeschön. Bei den letzten Dingen, wo wir dem verkürzten Verfahren zugestimmt haben, ist aus meiner Sicht auch der Informationsfluss, wenn man das entsprechend wirklich so zur Bedingung macht, auch besser gewesen als im Laufe des vergangenen Jahres, war so meine Erfahrung. Jetzt bin ich böse und sage noch, jeder, der natürlich bei einem so verkürzten Verfahren dem widerspricht, dann heißt das, denkt hier niemand an die Kinder, gerade in diesem Zusammenhang. Ich würde mich aber selbst davon nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ich finde es halt immer wieder dann schon schade, dass eine Landesregierung es dann nicht schafft, bestimmte Dinge dann zeitlich geordnet so auf den Weg zu bringen. Es nimmt ein wenig Überhand mit den verkürzten Verfahren. Daniel. Ja, was Ähnliches wie Grumpy gerade schloss, wollte ich auch sagen. Eigentlich ist ja traurig, dass es überhaupt zu so einem verkürzten Verfahren dann kommen muss. Das zeigt ja eigentlich, dass in vielen Bereichen einfach nur geschlafen wurde. Darauf kann man auch alles soweit hinweisen. Ich teile das zu 100%, was Olaf gesagt hat, und möchte die Fraktion auch tatsächlich darum bitten, dass wir dem Verfahren so zustimmen. Gerade auch unter dem Aspekt, wir haben halt eine neue Ministerin, und ich bin dann durchaus auch ein Fan davon, da so einen Versuch, sage ich mal, letzten Endes auch einzugehen und auch zu schauen, ob dann diese Zusagen, die dann getroffen wurden oder Absprachen, die getroffen wurden, auch am Ende wirklich so eingehalten worden. Ich denke, das ist auch für uns ganz wichtig und als, ich sag mal, Test, ob das denn dann auch wirklich so in der Kommunikation so klappt, wie sie sich das dann auch vorstellt. Von daher fände ich das sehr, sehr gut, wenn wir hier dieses Zeichen setzen, diesem verkürzten Verfahren zuzustimmen. Der Frank. Jo, nur, okay, ihr seid beide dafür und tiefer drin. Verständnisfrage von mir, verkürztes Verfahren, das soll dann bedeuten, nächste Woche Mittwoch Einbringung und nächste Woche Freitag zweite Lesung Abstimmung. Oder ist da jetzt von November auf Dezember praktisch der Monat dazwischen? Olaf. Das wird heute nicht eingebracht, der Gesetzentwurf. Sondern, oh Mann, jetzt müsste ich gucken, ich glaube, der wird nächste Woche Montag erst im Kabinett endgültig beschlossen. Dann kriegen wir den. Also das geht es geht fürs nächste Plenum. Also es geht jetzt nicht um das Plenum, was jetzt kommt, sondern das Plenum da drauf. Und da ist einfach die Sache, dass Sie es im Plenum da drauf eben durchziehen wollen und nicht dann nochmal einen Monat warten wollen. Und dann sind wir auch vielleicht ein bisschen bei der Kritik. Ich kann sie verstehen. Auf der anderen Seite möchte ich an der Stelle wirklich mal zu bedenken geben, das Gesetz kann erst wirklich... Klar, man kann schon Vorsachen haben, aber das Gesetz kann auch wirklich erst gemacht werden, nachdem das Bundesgesetz fertig war. Ja? Ob es jetzt trotzdem so lange dauern muss, lässt sich drüber streiten. Aber es war ja auch die Frage immer, ne, weil auch die Länder natürlich mit in den Verhandlungen waren auf Bundesebene und da ja natürlich auch immer wieder was geschoben ist. Es ist in dem Sinne ein Ausführungsgesetz für ein Bundesgesetz. Ne? Das ist die Sache dabei. Und ich kann das Ausführungsgesetz nicht vorher machen, bevor ich nicht das Bundesgesetz habe. Frank. Okay, Einzige, was ich jetzt noch nicht verstehe, wenn das Gesetz in diesem Plenum nicht eingebracht wird, warum wir dann jetzt schon einem verkürzten Verfahren zustimmen müssen, also verstehe ich jetzt gerade nicht. Grundsätzlich würde ich darauf bitten, darauf zu achten, aber das tust du, Olaf, sowieso, dass halt Kindeswohl logischerweise im Vordergrund steht und in dem Fall nicht nur Kindeswohl, sondern dass halt bei den Jugendämtern auch jeweils die Kompetenz vorhanden ist im Umgang mit Flüchtlingen, weil das ist ja genau der Kernpunkt, wo immer wieder der Protest die letzten Monate, als es halt um diese Gesetzesänderung ging, also bessere Verteilung zum einen und zum anderen halt konzentriertes Know-how in den Jugendämtern im Umgang mit UMFs.
Okay, ich denke mal, das wirst du machen. Insofern vertraue ich euch da. Ich kann da auch mal eben ganz Olaf. Ja, ich kann da auch ganz kurz mal eben noch darauf antworten, warum ich das jetzt möchte und nicht. Es ist so, dass jetzt gefragt wird, ob wir grundsätzlich, und die Frage ist auf grundsätzlich gestellte Linien, ist auch klar, dass Bedingungen davon abhängen und im Prinzip können wir jederzeit sagen, wir steigen aus der aus. Wir machen ja jetzt keine Zusage auf da gibt es keine formelle Festlegung. Wir können jederzeit noch eine Anhörung fordern, wenn wir meinen, dass uns die Informationen nicht reichen, die wir zum Beispiel bekommen haben. Aber trotzdem wünscht sich jetzt die Regierung und die regierungstragenden Fraktionen eine Aussage von uns, ob wir dem grundsätzlich zustimmen können. Und da, finde ich, sollte man nachfragen, damit wir Ihnen das sagen können. Das Risiko, dass wenn Sie sich nicht anständig verhalten oder Sie uns ein Gesetz vorlegen, wo wir wirklich die Hände über den Kopf schlagen, besteht natürlich. Und das ist Ihnen klar und das muss auch so sein, finde ich. Also es geht um eine grundsätzliche Frage an der Stelle jetzt nur. Gibt es weitere Fragen zu dem Punkt? Ansonsten würde ich jetzt abfragen, kann die Fraktion sich grundsätzlich vorstellen, einem verkürzten Verfahren in diesem Fall zuzustimmen? Ist da jemand gegen, dass wir das tun können grundsätzlich? Oder enthält sich? Herr Nico enthält sich. Nur kurz warten. Hinter grundsätzlich fällt das Wort vorstellen. So, eine Enthaltung Nico, keiner dagegen. Richtig? Ja, gut. Und der Rest dafür. Denkt es euch aus. Es ist keiner gegangen zu der letzten Abstimmung. Genau, bei 14 MDL. Nee, 15. 10, 12, 14. 14 MDL, doch, stimmt. Doch, jemand gegangen. Okay, nächster Punkt. Antragsmammelsitzung. Die Moni möchte was sagen. Am letzten Freitag waren 5 Leute im Mammel, 1 Zuhörer. Ich bemühe mich oder bin wirklich fast immer da, fühle mich da aber langsam so ein bisschen verarscht, weil es eigentlich immer die gleichen Leute sind, die da sind. Zum Teil sind nicht mal die Antragsteller da. Und ich möchte vor dem nächsten Antragsmammel eine Klärung haben. Wir haben ja mal gesagt, es ist keine Pflichtveranstaltung mehr. Wir erzählen am Freitagabend genau das Gleiche, was wir dann Dienstag ja nochmal der gleichen Gruppe erzählen. Und mir fehlt im Moment die Sinnhaftigkeit, da dann dafür zu sorgen, dass ich freitags um 7 Uhr irgendwie zu Hause bin, auch wenn das häufig nicht lange dauert. Ich würde es einfach gerne nochmal ansprechen, so wie das im Moment läuft, finde ich das einfach einen überflüssigen Termin. Okay, erst ich, dann Olli. Moni, ich gebe dir vollkommen recht. Und da wir gerade die Kernarbeitskreise besprochen haben, die im Grunde genommen die Aufgabe übernehmen, die dieses Mumble hatte, nämlich nochmal ein paar Fehler zu finden, die man dann bis Dienstag ausbügeln kann, dass man das nochmal öffentlich diskutiert und so weiter, nur eben nicht öffentlich, wird bei der Antragskontrolle, nenne ich das mal, werden die Kernarbeitskreise diese Aufgabe jetzt übernehmen. Was uns natürlich wegfällt, ist die Öffentlichkeit. Wobei jetzt gerade bei dem letzten Termin ich sagen muss, an dem Abend vor einem LPT ist halt schwierig, aber sei es drum. Ja, ich weiß, es war sonst nicht viel besser. Die Frage, die ich hätte, wäre, ob du damit, wenn du sagst, das ist ein überflüssiger Termin, ob du damit auch implizierst, dass man dass wir klären müssen, ob wir den Termin nicht einfach wegfallen lassen. Wenn es kurz ist. Also entweder das oder wir schaffen einfach eine Regel und sorgen dafür, von mir aus auch abwechselnd, dass genug Leute da sind, dass wir da was abstimmen können. Ja, aber wir erzählen uns da ein, stellen bei jedem Antrag fest, ja sagen, können wir dazu nichts abstimmen, können wir ihn nicht. Also entweder wir machen das im schönen Wechsel, aber wir haben einen festen Kreis, der genau weiß, an diesem Freitag bin ich da. Ich wäre schon zufrieden, wenn immer alle Antragsteller da wären. Ne? Dann haben wir da so einen Antrag, keiner kann was dazu sagen. Also das ist einfach sehr, sehr unerquicklich und von der Außenwirkung, glaube ich, auch eher kontraproduktiv, was da im Moment Freitagsabends stattfindet. Olli, dann Daniel, dann Frank. Ich finde die Antragsfreitage sehr wichtig.
und mir helfen die auch. Also wenn ich selbst einen Antrag habe, dass man dann mal das viel Feedback-Runde hat. Und ich finde es auch wichtig, dass wir hier am Dienstag dann nicht mehr die Anträge ganz von vorne diskutieren und dann noch hier einen Fehler finden, der dann noch korrigiert werden muss. Wir haben heute die Anträge zwar alle noch mal aufgerufen, wir haben aber bei einigen Anträgen gesagt, wie wir am Freitag besprochen haben. Und es gab da auch keine Rückfragen. Das heißt, die Leute, die am Freitag nicht da waren, haben dann auch gesagt, okay, ich war Freitag nicht da oder haben es anders durchgelesen. Auf jeden Fall, wenn wir das nicht machen, wenn wir den Antragsfreitag sein lassen, dann haben wir das Problem, dass wir hier am Dienstag anfangen zu diskutieren und hier am Dienstag vor allem noch Änderungen haben. Jetzt kommen die Sachen mit der Kernarbeitskreise. Die Kernarbeitskreise finden montags statt. Das heißt, die finden statt sozusagen, wenn wir jetzt nicht weit von unserer Praxis abweichen und die Anträge plötzlich Monate vorher planen, was bei einigen vielleicht sinnvoll ist, aber die finden normalerweise an dem einen Montag statt, in der Woche, wo die Anträge geschrieben werden. Und dann nochmal am Montag, einen Tag vor der Fraktionssitzung. Natürlich können dann an dem Montag vor der Fraktionssitzung nochmal richtige Fehler korrigiert werden, aber auch nur noch geringfügig, weil um 16 Uhr ist Referentenrunde, bis 17 Uhr dann ist eigentlich Feierabend und morgens um 10 Uhr ist hier Fraktionssitzung. Also so viel Zeit ist dazwischen nicht. Nur, die werden dann, wenn nicht genug Abgeordnete im Arbeitskreis sind, eben korrigiert, dass da kein großer Patzer drin ist. Aber politisch bewertet werden sie von uns Abgeordneten erst in der Fraktionssitzung. Das ist, also es sei denn, wir haben wirklich sehr viele Abgeordnete in den Arbeitskreisen sitzen, das ist zu spät. Weil dann haben wir plötzlich noch politische Änderungen und wir haben gesehen, dass das dienstags immer blöd ist. Es ist gar nicht schlimm, wenn nicht so viele Leute am Freitag da sind. Es ist meiner Meinung nach auch nicht schlimm, sie nicht abzustimmen am Freitag, wenn es denn sein muss. Pflichtveranstaltung fände ich schöner. Aber es wäre blöd, wenn wir hier immer Dienstag erst anfangen. Das passt so nicht. Okay. Also ich glaube, das Problem, was du jetzt zuletzt ja noch geschildert hast, Olli, das erhoffen wir uns ja durch die oder in zu vielen Anträgen durch die Kernarbeitskreise schon im Vorfeld aufzufangen. Also dass die Anträge schon im Prinzip ja spätestens in dem Montagsarbeitskreis vor der Antragsfrist letzten Endes schon abschließend bearbeitet werden. So ist jetzt zumindest auch eine gewisse Hoffnung, die wir damit machen. Ich habe vorhin gegen die Kernarbeitskreise gestimmt, aber aus anderen Gründen eben, weil mir der Bereich Soziales fehlt und weil ich den Montag für ungeeignet halte. Aber das ist halt was ganz anderes. Ja, dieses Freitagsmumble, also wir haben halt irgendwann das Ding hier aufgeweicht, ne, haben gesagt, das ist halt kein Fraktionsmumble mehr. Letzten Endes war klar, dass das Teil danach auch tot ist. Ja, also meinetwegen können wir dann auch gerne so mutig sein und jetzt dieses Freitagsmumble einfach komplett einstampfen. Ich finde das sehr schade. Im Endeffekt war diese verpflichtende Mumble-Veranstaltung, wo ja auch durchaus Resonanz seinerzeit da war, aus der Parteibasis, die war halt wesentlich besser. Aber so müssen wir uns ja nicht wundern. Also wenn von uns nur 3, 4, 5 Leute da sind, dann kommt auch keiner von der Basis. Also das hängt ja zwangsläufig irgendwie zusammen. Also entweder stampfen wir es ein oder wir überlegen uns da wirklich nochmal irgendwas anderes Sinnvolles, wie wir diese Anträge mit der Basis nochmal kommuniziert kriegen, damit die dann auch tatsächlich nochmal, dass dann nochmal irgendwie ein Input kommt. Oder meinetwegen auch ohne Input. Einfach, dass man drüber gesprochen hat und die Basis da auch so ein bisschen mitgenommen wurde. Ich glaube, das ist der Kernpunkt, das, was wir jetzt haben, das brauchen wir nicht. Also das ist dann für Moni und die 2, 3, 4 Leute, die dann freitags da sind, ist das wasted time und die können wir irgendwie anders sinnvoll einbringen. Frank, dann Moni. Ja, genau, ich möchte es eigentlich relativ kurz machen, Monis Vorschlag aufgreifen in der vorher darüber zu reden, wer da ist. Da bietet sich der Dienstag vor dem Fraktionsmumble, vor dem Antragsdienstag an. Das heißt, bei der
Fraktionssitzung vor dem Antragsdienstag sprechen wir darüber, wer am Freitag das Mammel macht. Ich finde das wichtig, das haben viele gesagt, viele auch, die nicht da waren. Das ist der Punkt, wo wir die Öffentlichkeit mit der Basis herstellen. Das haben wir so gesagt, das sollten wir weitermachen und nicht einstampfen. Also konkret Vorschlag an der vorgelagerten Fraktionssitzung, melden sich die freiwillig oder werden benannt, die am Freitag das Fraktionsmammel durchführen. So. Kurz dazwischen, wir haben noch 4 Minuten Zeit, damit wir die 25 geplanten Minuten nicht öffentlich stattfinden lassen können. Von daher jetzt letzte Möglichkeit, sich auf die Rednerliste setzen zu lassen, dann machen wir die Rednerliste zu. Wer da noch drauf möchte, möge sich jetzt melden, dann lockt der Grumpy ihn ein. Das ist niemand mehr, dann ist jetzt die Moni dran. Ja, ich wollte nur mal eben zum Olli sagen, natürlich ist das schön, wenn da immer welche sitzen und man das diskutieren kann. Aber ich kann das auch noch mal ganz persönlich und direkt sagen, sitzen da leider immer die gleichen. Ich kann dir auch sagen, wer da seit Monaten nicht gewesen ist. Also eine Verantwortung zu übernehmen, da mal aufzutauchen, scheint es bei einigen, wenn ich das jetzt mal so direkt da sagen darf, einfach nicht zu geben. Dann gibt es die kommen nur, wenn sie einen eigenen Antrag haben. Also ich finde, wir haben gesagt, die Abmachung war, wenn ich freitags absolut nicht kann, dann brauche ich da nicht hingehen. Aber was wir im Moment machen, ist mehr so, ach ja, lass die mal machen. Also ich appelliere, ich finde es eigentlich schlimm, dass wir einen Dienstag vorher festlegen müssen, wer da hinkommt. Weil ich habe immer irgendwie noch so eine Hoffnung, dass jeder für sich selbst so ein bisschen verantwortet und sagt, ja, die eine Stunde, denn länger dauert es ja tatsächlich nicht. Es ist ja nicht so, dass der ganze Freitagabend platt ist. Aber für mich ist es tatsächlich auch noch mal so ein bisschen appellieren, ja, an dieses Bewusstsein, auch das gehört dazu. Ich meine, mir macht das auch keinen Spaß, unbedingt freitagsabends da zu sitzen. Aber ich hoffe oder glaube, dass wir das vielleicht auch hinkriegen müssen, ohne dass wir Leute jetzt zwangsverpflichten, freitagsabends im Mumble zu sein. Das fände ich eigentlich sehr viel schöner. Also das meiste wurde gerade schon gesagt, was die Kernarbeitskreise angeht. Olli, nochmal gegen die Befürchtung, dass du sagst, da wird dann diskutiert und da finde ich dann Fehler und dann werden Dinge verändert. Ich persönlich, und das ist jetzt auch Kritik an dem, was vorhin passiert ist, ich persönlich finde das total blöd, in dem Moment da zu sitzen, hier zu sagen, hey, da ist ein Antrag, den rufe ich jetzt auf, ach nee, da kommen noch Änderungen, wir stellen den mal innerhalb der Sitzung noch nach hinten zurück, weil irgendwas geändert werden muss. Dann scheint dieses System Freitagsmammel auch gar nicht zu funktionieren, weil dann hätte das ja alles auffallen können, dann hätte das alles schon geändert sein können, es hätte gestern schon in der Vorstandssitzung ein geänderter Antrag sein können. Da glaube ich und hoffe ich tatsächlich viel mehr auf die Kernarbeitskreise, da sind noch mehr Augen, die da sind, teilweise sogar unter verpflichtender Teilnahme. Ich hoffe, dass sich Anträge nicht spontan ergeben, sondern dass man wirklich auch mal was entwickelt, auch langfristig, und dass dann einfach die Qualität viel besser wird als das, was 5 Leute in einem Antragsmumble irgendwie reißen können noch. Olaf. Das meiste ist ja eigentlich jetzt wirklich schon gesagt worden. Das ist ja die Sache mit der Pflicht. Ich persönlich jetzt lieber als eine komplette Pflichtveranstaltung, dann wäre es eben so, da wir sowieso keine Sanktionen haben, wäre das unter Umständen vielleicht auch besser. Ich muss selber sagen, ich war die letzten Wochen auch nicht dabei oder die letzten 2-3 Male auch nicht dabei und kann mich dafür nur entschuldigen. Ich finde den Freitagsmammel aus einem anderen Grund wichtig. Und zwar wichtig, da wir zurzeit, vielleicht sehr wahrscheinlich wird er für den Olli am wenigsten wichtig sein oder für Moni, kaum einer hat wirklich oder kaum irgendwelche Arbeitskreise funktionieren. Das heißt, wirklich für die Basis, also für die Partei, Feedback zu geben zu einem Antrag vor dem Antrag. Es ist die einzige wirkliche Möglichkeit. Das ist jetzt eingeschlafen. Ich weiß auch, die habe ich ja jetzt auch gehört, letztens wieder nur einer von der Basis dabei gewesen. Das liegt aber natürlich daran, dass wir nicht dahin gehen. Und eine Sache wäre für mich zumindest auch eine Sache, dass es zum Beispiel für die Antragsteller zumindest Pflicht ist. Denn die müssen ja auch ihren Antrag bearbeiten, die müssen ja auch ihren Antrag vorstellen und dort dann, sage ich jetzt mal, der Basis Rede und Antwort stehen, wenn die Fragen zu dem Antrag haben. Und das ist, ob wir dadurch bessere Anträge kriegen, ob das nicht eventuell wirklich ausreicht, die Anträge nur noch durch die AKs laufen zu lassen und dadurch der Antrag auch qualitativ gut ist, ist okay. Das kann sein. Dadurch haben wir aber trotzdem vielen Leuten erstmal prinzipiell gesagt, eure Meinung ist uns nicht so wichtig. Und das finde ich ein blödes Zeichen. Wie gesagt, ich weiß auch, dass es nur wenige sind. Von daher sollten wir gucken, ob wir wirklich eine Strategie entwickeln, wie wir das wieder nach oben kriegen.
Weil die Tage, wo viele Leute da waren und dort auch wirklich Diskussionen stattgefunden haben, die haben mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Olli, dann Dietmar. Sogar auf dem Freitagsmammel, den Grumpy offiziell abgesagt hat, haben wir sehr konstruktiv noch über Anträge gesprochen. Das vorletzte Mal oder so. Nee, nicht Funklöcher. Nicht das letzte Mal, sondern das vorletzte oder vorvorletzte Mal. Hast du offiziell abgesagt? Lukas und ich und leider fällt mir gerade nicht ein, wer noch so, waren trotzdem da und haben diskutiert über die Anträge und wir haben dort noch was verändert an den Anträgen. Und ich finde es besser, wenn es freitags ist als montags. Wenn montags in den Kernarbeitskreisen noch Änderungen sind, ist das echt knapp. Und es geht ja um eine politische Bewertung der MDL. Ich glaube, das ist noch nicht so richtig klar geworden. Wir treffen hier andere Entscheidungen, vom Prinzip her andere Entscheidungen als Referenten, die sachlich, fachlich richtig haben wollen, die natürlich auch politisch bewerten, strategisch, politisch, manchmal viel besser als die Abgeordneten, aber letztendlich sind wir, die die Hand heben. Und wenn wir ein komisches Bauchgefühl haben, dann haben wir ein komisches Bauchgefühl. So. Und dann müssen wir das vorher wissen als Dienstag. Und wir haben noch eine Verantwortung ich kann irgendwie, also wir haben jetzt auch abgelehnt, dass wir Berichterstatter von den MDLs haben. So, letztendlich finde ich es eine sehr bescheuerte Idee, jetzt auch noch hier nach außen, tragen wir es ja nicht, aber in die Partei und die Fraktion zu tragen. Die Abgeordneten haben auch keinen Bock mehr, freitags dahin zu gehen. Die schenken sich das auch noch. Das ist eher so eine Arbeitsverweigerungshaltung, die rüberkommt. Und das finde ich schlecht. Wir haben eine Verantwortung, die müssen wir auch wahrnehmen. Das ist wichtig. Und wir haben außerdem, das wurde jetzt schon gesagt, das muss ich jetzt nicht groß wiederholen, wir haben außerdem gesagt, wir wollen Transparenz und Beteiligung, und auch dafür ist das Antragsmammel da. Ich bin dafür, obwohl ich Düsseldorf-Stammtisch am Freitag habe, dass wir das lassen, dass wir den Antragsmammel beibehalten. Verpflichtend wäre schön, aber die Wer ist freitags da? Frage am Dienstag ist auch okay. Dietmar noch. Ja. Ich möchte jetzt nicht auf die Frage des Rechtfertigungsdrucks für die Abwesenheit eingehen, aber ich werde in der Regel nicht da sein, weil freitags in der Regel Ausschusssitzungen laufen bis spätabends, nämlich Beweisaufnahme im PUA. Der Grumpy, den trifft das in ähnlicher Weise, aber dennoch, wenn ich höre, es ist nur ein Nee aus der angenommenermaßen Basis da, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Diese Problematik, ich meine, ich habe ja nur oft genug an dem Amtstagsmammel teilgenommen, da waren mal 5, mal 10, mal 12, mal 13 da und die meisten, die da anwesend waren, waren Mitarbeitende aus der Fraktion. Gab es Rückfragen in der Regel, ich sage mal zu 98, 99%, Rückfragen aus dem Publikum? Nein. Gab es Anregungen aus dem Publikum? Nein. So, also wenn wir da sind, dann geht es nur um den mündlichen Vortrag innerhalb des Antragsmammels. Die Alternative davon ist, und des Lesens sind alle mächtig, ist Lesen. Und ja, wenn ich bedenke, wenn ich mir heute die heutige Fraktionssitzung so rekapituliere, so wichtig und richtig das sicherlich alles war, und haben wir heute 85% Tool-Diskussion gehabt und wir sind auch immer in einer Tool-Diskussion. Und ganz ehrlich, wir haben uns mehrfach hier darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, in der Fraktionssitzung wollen wir auch politisch agieren und politisch diskutieren. Das kommt hier aus meiner Sicht vollkommen zu kurz. Was sollen wir in der Fraktionssitzung demnächst tun? Nur noch Orga-Kram machen, dann machen wir das. Dann können wir uns einen Kreis von Orga-Leuten demnächst um ein Vorstandsreferat erweiterten Vorstand nehmen. Dann setzen sie sich zusammen, machen einen Vorschlag, der wird abgestimmt, am besten im Umlaufverfahren. Da brauchen wir uns nicht zu einer Fraktionssitzung 3,5 Stunden hier über Orga- und Tool-Fragen auseinanderzusetzen. Dann lasst uns bitte den Antragsmammel-Termin sausen und dann lasst uns bitte die Anträge, wie wir es auch heute gemacht haben, zumindest ansatzweise, in der Fraktionssitzung, in dem politischen Hauptgremium, in der Hauptveranstaltung unserer Fraktion, das haben wir ja immer betont, dass sie das ist, in der Diskussion führen und dann auch über die Anträge entsprechend abstimmen, nach einer entsprechenden Diskussion. Und wenn das 5 Stunden dauert, von mir aus 4 Stunden, 3 Stunden, 2 Stunden, spielt überhaupt keine Rolle, dann lass uns das bitte so machen und dann lass uns nicht auf die immer wieder beschworene Basis gucken, was war zuerst, die Henne oder das Ei? Sind Abgeordnete MDL nicht mehr zur Antragsmammel gekommen, weil überhaupt gar kein Mensch sich dafür interessiert? Oder kommt keiner mehr, weil kein Abgeordneter da war? Ich habe es anders wahrgenommen, ich muss es ganz ehrlich sagen, denn die Anzahl der Teilnehmenden ist massiv gesunken und auch wenn 15 oder 16 Leute im Antragsmammel waren, waren nur 3 oder 4
zusehende Zuhörer dabei. Und von daher möchte ich da die Abhängigkeit einigermaßen in Frage stellen. Ja, wir haben gesagt, das ist immer ein Angebot an die Basis, Klammer auf, TM, Klammer zu. Diese Basis unserer Partei nimmt dieses Angebot offensichtlich an einem Freitagabend um 19 Uhr nicht wahr. Dann können wir uns darüber unterhalten, ist der Termin Mist? Ja, müssen wir das um 22 Uhr machen, weil die meisten aus der Basis nämlich erst um 22 Uhr im Mumble überhaupt auftauchen. Ich habe allerdings in zurückliegender Zeit auch gehört, dass das Mumble im Prinzip komplett tot sein soll. Das heißt also, auch die sonstigen Räume, in denen sich Parteimitglieder bisher getroffen haben, sind weitestgehend verwaist. Es gibt nur ein klägliches Häufchen von Leuten im Mumble, die überhaupt am Mumble Interesse haben und sich im Mumble politisch diskutierend aufhalten. Und da sollten wir vielleicht mal einen Fokus drauf legen. Ich weiß nicht, der Schreibreform macht ja viel von Mumble. Doch Mumble für Mumble-Server macht er doch viel. Nee, macht er nicht mehr. Nicht von uns aus, nicht von der Fraktion, sondern von der Partei aus. Nee, auch nicht mehr. Na gut, aber irgendjemand macht es. Vielleicht einmal gucken, wieso die Mumble-Frequenz so im Allgemeinen aussieht. Und vielleicht können wir daraus Ableitungen treffen. Danke. Gut, dann das zu dem Thema. Eine Entscheidung treffen wir nur heute nicht, glaube ich. Es liegt ja auch kein entsprechender Antrag vor. Aber die Monika hat ja gesagt, dass sie demnächst da weiter das Thema am Laufen halten wird. Dann würde ich jetzt darum bitten, ich würde jetzt den öffentlichen Teil beenden, darum bitten, dass wir so schnell wie möglich abbauen, zuerst den Strategieteil machen, der ist ja noch fraktionsöffentlich. Aber wir haben danach, okay. Dann, also ich beende jetzt erstmal die öffentliche Sitzung. Auf Wiedersehen, liebe Zuschauer, wir sehen uns nächste Woche.